Angenehmen Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung anlässlich der Europawahl 2024. 360 Millionen Menschen in 27 Ländern unseres Kontinents sind zu dieser Entscheidung aufgerufen. Es ist damit eine der größten Wahlen der Welt. Bei uns in Österreich sind knapp 6,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Sie entscheiden also mit über die Zusammensetzung des kommenden EU-Parlaments, das künftig ja 720 Sitze haben wird. 20 davon sind für Österreich reserviert. Und wir präsentieren Ihnen ab jetzt in den nächsten Stunden Daten und Fakten zu dieser prägenden Entscheidung. Wir liefern Ihnen Hintergründe, Zusammenhänge und Analysen. Gleichzeitig haben wir aber natürlich immer auch die Augen offen für andere wichtige Ereignisse im Land. Und dazu gehören ganz gewiss die schweren Unwetter in Teilen Österreichs, auf die wir jetzt zu Beginn noch kurz aktuell blicken wollen. Die haben es nämlich für manche Menschen auch unmöglich gemacht, ihre Stimme abzugeben. Ja, schwere Schäden werden besonders aus der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich gemeldet. Die Bilder sind eindrücklich. Bäche, die binnen Minuten zu reißenden Flüssen werden. Hier im Wechselgebiet an der steirisch-niederösterreichischen Grenze sind nicht nur Keller überflutet worden, mehrere Häuser stehen hier bis zum Erdgeschoss unter Wasser. Die ganze Nacht lang sind Feuerwehrleute und auch freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz, die auch Schlamm und Geröll beseitigen müssen, die wichtige Verkehrsverbindungen blockieren. Extreme Wassermassen innerhalb kurzer Zeit waren es auch, die hier in der Gemeinde Deutsch-Weistritz nördlich von Graz großen Schaden angerichtet haben. Auch hier haben sich Schlammlawinen gelöst und das Wasser hat auch ganze Straßen mitgerissen. Mehrere Häuser sind von der Außenwelt abgeschnitten, andere auch vorübergehend unbewohnbar geworden. Wir werden jetzt schauen, dass die Menschen das Nötigste aus ihren Häusern bekommen. Das haben wir mit den Landesgeologen soweit abgesprochen, Medikamente und dergleichen. Aber dann sind die Häuser wieder zu verlassen und ich gehe davon aus, gegebenenfalls erst in ein paar Wochen wieder erreichbar und bewohnbar. Wohnhäuser, Autos, Geschäftslokale, das Wasser bahnt sich auch hier im Südburgenland seinen Weg. Hier ist im gesamten Bezirk Oberwart der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Menschen sind verzweifelt. Das ist unvorstellbar, wenn man eine neue Heizung kriegt. Vorige Woche ist es in Betrieb gegangen. Alles hin. Die Autos, die da stehen, hat es von da her oben runtergeschwemmt und sollen laut Feuerwehr über unser Grundstück da runtergeschwemmt worden sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mitarbeiter der Straßenbauämter sind an ihre Dienststellen beordert und ein Assistenzeinsatz des Bundesheers ist angefordert worden. Und die Unwetter machen auch vor den Wahllokalen nicht Halt. Mehrere sind durch das Wasser zerstört worden. Und zu uns ins Studio gekommen ist dazu jetzt noch Christa Kummer aus der Wetterredaktion. Danke für Ihre Zeit. Wie sieht das denn jetzt sozusagen in den nächsten Stunden aus? Ist die Gefahr, wird die Gefahr noch irgendwo groß sein, größer werden? Also das Potenzial im Süden Österreichs ist natürlich hoch. Wir haben knapp 29 Grad erreicht. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Also da ist energetisch schon viel los. Im Augenblick ziehen ein paar Gewitterzellen, ein paar giftige Gewitterzellen aus Italien Richtung Oberkärnten, von Osttirol Richtung Oberkärnten. Im Tiroler Oberland ziehen gerade welche herum. Es ziehen von Oberösterreich Richtung Mostviertel ein paar. Aber das sind einzelne. Und nördlich von Graz hat sich auch gerade eine Gewitterzelle entwickelt. Also im Moment ist es noch relativ ruhig, aber in den nächsten Stunden bis in die erste Nachthälfte hinein kann es da punktuell schon zu sehr heftigen Gewittern kommen. Es kann zu Starkregenereignissen kommen und mit viel Pech auch wieder in den Regionen, die jetzt schon betroffen sind. Also da ist schon einiges los. Und dieses Energiepotenzial birgt natürlich auch die Gefahr, dass extrem großer Hagel mit dabei sein kann. Und Sturmböen können das Ganze noch begleiten. Aber es sollte dann wieder ruhiger werden ab morgen? Ab Mitternacht, ab der zweiten Nachthälfte in den Morgen hinein erreicht uns eine Kaltfront von Westen. Es wird dann sozusagen Montag, Dienstag, Mittwoch ein Luftmassenwechsel stattfinden. Und das bedeutet, dass einmal diese schwüle, energiegeladene Luft ausgeblasen wird. Es wird aber nicht ganz trocken bleiben. Danke für diese aktuellen Einschätzungen, Christa Kummer. Und damit kehren wir zurück zum großen politischen Thema dieses Tages. Zu dir, Susanne. Ja, dieser Sonntag ist eben auch ein wichtiger Wahltag, der auch innenpolitische Wirkung hat, weil wir mitten in einem Superwahljahr stecken, mit dem Höhepunkt im Herbst dann der Nationalratswahl. Und deshalb wird diese heutige Entscheidung von den Parteien natürlich ganz genau beobachtet. Wir haben unsere Reporterinnen und Reporter in allen wichtigen Parteizentralen positioniert. Wir schalten außerdem zu unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten und Experten, schätzen die politische Bedeutung dieses Tages heute ein. Die Europawahl streckt sich über 4 Tage. Am Donnerstag hat sie in den Niederlanden begonnen. Das letzte Wahllokal schließt dann heute am späten Abend um 23 Uhr in Italien. Aber so lange werden wir nicht auf erste Ergebnisse warten müssen, wie mit der Blick auf den Kampf
Countdown zeigt, haben wir noch 24 Minuten und 50 Sekunden. Dann wissen wir, wie Österreich gewählt hat. Ein bisschen müssen wir also noch warten. Rufen wir uns deshalb vielleicht an dieser Stelle noch einmal die Ausgangslage in Erinnerung. Also das Wahlergebnis von 2019. Da hat die ÖVP damals ganz klar gewonnen mit 34,6%. Das war das damals bisher beste Ergebnis bei einer Europawahl. Gefolgt von der SPÖ mit 23,9%. Die FPÖ an der dritten Stelle, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Die Europawahl 2019 war in einer innenpolitisch sehr spannenden Zeit, nämlich knapp nach Erscheinen des Ibiza-Videos und dem Platzen der türkis-schwarzen Regierung. Gefolgt von den Grünen, den Neos, der KPÖ und der Liste Europa des ehemaligen Abgeordneten, Grünen-Abgeordneten Johannes Voggenhuber. Die Liste Europa ist allerdings bei dieser Wahl nicht mehr dabei kandidiert. Also nicht mehr. Spannend wird es natürlich, was uns dann der nächste Blick auf diesen Balken dann zeigen wird ab 17 Uhr. Noch aber wird gerechnet hier bei uns im Studio. Unser Wahlforschungs- und unser Grafikteam hat Platz genommen und wird uns dann um 17 Uhr eine Trendprognose präsentieren. Und Peter Filzmeier ist natürlich auch in gewohnter Weise hier bei uns im Wahlstudio und wird uns dann auch gleich erklären, was es denn mit dieser Trendprognose so auf sich hat, warum wir um 17 Uhr eben keine Hochrechnung sehen, sondern eine Trendprognose und uns natürlich auch noch politische Hintergründe und Analysen zu diesem spannenden Wahltag dann erklären und erläutern. Aber darauf müssen wir noch ein bisschen warten. Aber eine Frage können wir jetzt schon klären mit Jakob Weichenberg, unserem Datenjournalist. Noch er ist zur Verstärkung bei uns im Studio. Im kommenden EU-Parlament werden ja 20 Sitze aus Österreich beschickt. Es wird also 20 Mandatarinnen und Mandatare geben. Das sind ja mehr als zuletzt. Warum? So ist es. Wir erinnern uns zurück, vor 5 Jahren bei der EU-Wahl 2019 hat es noch 18 österreichische Mandate gegeben. Dann kam der Brexit, wir haben eins dazu gewonnen. Und in der Zwischenzeit sind nochmal die Mandate ein bisschen neu vergeben worden. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses in verschiedenen EU-Ländern haben einige Länder Mandate dazu bekommen. Auch Österreich hat eins dazu bekommen, das 20. Das, was Jakob Weichenberg erklärt hat, gilt natürlich auch für die anderen EU-Länder. Auch da hat es natürlich einen Bevölkerungszuwachs gegeben, damit auch mehr Mandatarinnen und Mandatare. Das heißt, das kommende EU-Parlament wird künftig 720 Abgeordnete haben, statt bisher 705, die dann in Brüssel respektive eine Woche im Monat dann auch in Straßburg ihren Dienst versehen werden. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Job, den die künftigen EU-Abgeordneten im EU-Parlament haben werden, denn sie sitzen an einer entscheidenden Stelle, Tobias. Ja, ein Stimmzettel, der vielleicht jetzt gerade noch in den letzten Minuten in Österreich abgegeben wird, der hat Wirkung weit über die Grenzen unserer Republik hinaus. Es geht um die Machtverteilung im Europaparlament, das ja Regeln für den ganzen Kontinent beschließen kann. Kritiker werden da jetzt vielleicht auf die Kleinheit unseres Landes hinweisen, nicht ganz unberechtigt. Schließlich schickt eben Österreich nur 20 Abgeordnete nach Straßburg und nach Brüssel. Aber trotzdem, Demokratie lebt vom Mitmachen und Europa und sein Parlament haben gewichtige Bedeutung. Besuch aus den höchsten Sphären hat in den letzten Jahren dem EU-Parlament die Aufwartung gemacht. Vor 10 Jahren war der Papst zu Gast. Joe Biden redete dort noch als US-Vizepräsident. Und Volodymyr Zelensky aus der Ukraine holte sich hier jüngst sehr viel moralische Unterstützung. Er gastierte am Brüsseler Sitz des EU-Parlaments. Aber der Hauptsitz des Plenums, und Frankreich besteht energisch darauf, ist Straßburg. 12-mal im Jahr zieht das EU-Parlament dorthin. Im weiten Halbrund des Plenarsaals haben die derzeit 705 Abgeordneten 7 Gruppen gebildet. Und dazu kommen noch, hier in Grau, die Fraktionslosen. In der stärksten Fraktion, der Europäischen Volkspartei, ist die ÖVP mit 7 Abgeordneten vertreten. Zum zweitstärksten Block, den Sozialdemokraten, gehören die 5 Abgeordneten der SPÖ. Zur grünen Fraktion zählen 3 Grünabgeordnete aus Österreich. Die 3 Freiheitlichen sind Teil der Fraktion Identität und Demokratie. Und ein Sitz in der liberalen Fraktion wird bis jetzt von Neos gehalten. 5 Fraktionen haben, eher symbolisch, sogenannte europäische Spitzenkandidaten nominiert. Unter ihnen ist auch ein Österreicher, der frühere KPÖ-Parteichef Walter Bayer für die Europäische Linke. Für die Europäische Volkspartei geht Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin ins Rennen. Sie will an der Spitze der EU-Kommission weitermachen. Aber darüber fällt bei der heutigen Wahl noch nicht das letzte Wort. Denn wenn es um diesen Posten geht, dann redet auch die mächtige Runde der EU-Regierungschefinnen und Chefs ein wichtiges Wörtchen mit.
Und das ist ja auch vielleicht ein Kritikpunkt, dass am Ende dann die Regierungschef vielleicht doch auf dem längeren Ast sitzen als das Parlament. Aber niemand kann das besser einschätzen als unsere ORF-Büroleiterin in Brüssel, Raffaela Scheidreiter. Frau Scheidreiter, wie viel Macht hat denn das Parlament Ihrer Einschätzung nach tatsächlich? Ganz theoretisch gesehen ist das Parlament, das EU-Parlament, eine der drei großen EU-Institutionen neben EU-Kommission, EU-Rat, wo die Mitgliedsländer vertreten sind, also auch jedes Gremium, das bei den Verhandlungen gleichberechtigt mitstimmt. Aber ja, in der Praxis sieht es schon meist so aus, dass vor allem die EU-Länder den Ton angeben, die große Richtung vorgeben. Das EU-Parlament kann dann in diesen Verhandlungen mit dem EU-Rat und dem EU-Kommission, genannt Trilog, dann schon noch seine Positionen einbringen und die Richtungen in Nuancen, sagen wir, auch steuern. Das EU-Parlament, ja, das wissen wir, das strebt auch seit Jahren nach mehr Macht, aber da müssten auch die EU-Länder noch zustimmen. Und das ist bis dato einfach nicht der Fall. So ist etwa ein großer Unterschied zwischen dem EU-Parlament und dem nationalen Parlament, also zum Beispiel dem österreichischen Nationalrat, dieser Unterschied, dass das EU-Parlament zum Beispiel keine Gesetze vorschlagen kann, es kann sie nur anregen. Viele Beobachterinnen erwarten heute für den Wahlausgang einen Rechtsruck in Europa. Ist diese Einschätzung Ihrer Ansicht nach belastbar? Wenn wir nach Vorwahlumfragen schauen oder auch schon nach Wählerbefragungen, etwa in den Niederlanden, wo ja schon am Donnerstag gewählt wurde, dann gibt es schon EU-weit diesen Trend bzw. den Hinweis, dass in vielen EU-Ländern rechte Parteien, auch Rechtsaußenparteien, mehr Wählerstimmen bekommen und damit auch mehr Sitze im EU-Parlament. Stichwort EU-Parlament, hier sind auch wir gerade, und zwar im Plenarsaal des Brüsseler EU-Parlaments. Heute sind hier vor allem Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa, um die Wahl zu beobachten, darüber zu berichten. Sitzen dann hier 720 EU-Abgeordnete, 20 davon aus Österreich. Und der Trend geht dahin, gewisse Umfragen gehen dahin, dass vor allem EU-Abgeordnete von Rechtsaußen oder rechten Parteien von großen EU-Ländern kommen, also aus Deutschland, aus Frankreich oder Italien, die viele Sitze hier im EU-Parlament haben. Und da reden wir von Parteien wie der Fratelli d'Italia, Marine Le Pen's Rassemblement National oder der deutschen AfD. Und laut Umfragen soll auch die FPÖ künftig hier im EU-Parlament mehr Sitze bekommen. Dankeschön für den Moment nach Brüssel zu Raffaela Scheidreiter. Und damit kommen wir wieder zu den Daten und zu dir, Susanne. Ja, Daten, die sind schon das Stichwort, Peter Filzmaier. Wir haben schon gehört, in etwa, ich schaue noch mal auf die Uhr, 17 Minuten und 20 Sekunden werden wir hier eine Trendprognose präsentieren können, eben keine Hochrechnung. Was hat es mit der Trendprognose auf sich und auf welche Daten stützt sie sich? Einen schönen Wahlsonntag. Es wäre in der Theorie ganz einfach, mit dem Schließen des letzten Wahllokals übermittelt das Innenministerium, das ist die oberste Wahlbehörde in Österreich, schon ausgezählte Stimmen aus mehreren Wahllokalen an die Medien, aber auch an uns im Wahlforschungsteam. Und auf dieser Basis wird dann eine Hochrechnung gerechnet. Nur, es schließt zwar in Österreich, wie gewohnt, das letzte Wahllokal um 17 Uhr. Wir haben aber eine europaweite Wahl und das letzte Wahllokal in Italien schließt erst um 23 Uhr. Damit gibt es die Hochrechnung auch erst um 23 Uhr. Wir haben vorher keine Teilergebnisse und stattdessen wird eine Trendprognose gerechnet. Das sind Umfragen von drei sehr führenden, renommierten Instituten durchgeführt. 3600 Interviews, also ein Vielfaches jeder Zeitungsumfrage. Aber wie bei jeder Umfrage gibt es eine Schwankungsbreite und die müssen wir im Laufe des Abends bis 23 Uhr immer mitbedenken. Diese Schwankungsbreite wird uns heute wahrscheinlich noch beschäftigen, aber es hat das Zeug zu einem spannenden Wahlnachmittag und Wahlabend auf jeden Fall, diese Sendung und dieser Tag heute. Fast 30 Jahre ist Österreich ja mittlerweile Mitglied der Europäischen Union. Am 1. Januar 1995 ist Österreich beigetreten und das Verhältnis der Österreicherinnen und Österreicher zu Brüssel war ja nicht immer ganz ungetrübt. Jetzt ist natürlich interessant, wie sich das Verhältnis in den letzten 5 Jahren entwickelt hat, also wie die Menschen in Österreich sehen, wie sich die EU da entwickelt hat seit 2019. Auch das haben Sie abgefragt. Das könnten wir uns jetzt gleich anschauen. Wir haben wie üblich eine Wahlbefragung durchgeführt, um die Wahlmotive zu erforschen. Und eine fast Standardfrage ist, sehen die Menschen in Österreich, die Wahlberechtigten, eine positive Entwicklung der EU, eine negative Entwicklung oder sehen sie die Dinge als gleichbleibend an? Und man sieht sehr deutlich, fast die Hälfte sieht eine negative Entwicklung der EU in den letzten Jahren, seit der letzten Wahl. Nur rund ein Fünftel, 20% sehen eine positive Entwicklung. Und man muss auch sehen,
dem, dass im Vergleich zur letzten Wahl 2019 die Zahl derjenigen, die eine negative Entwicklung empfinden, deutlich zugenommen hat, um rund 10 Prozentpunkte. Das ist natürlich für den Wahlkampf schon eine gute Nachricht gewesen für europakritische Parteien, weil wie immer dann die Trendprognose aussehen wird, dass die FPÖ im Vergleich zum letzten Wahlergebnis zulegen wird. Das steht außer Streit. Das liegt natürlich daran, dass es beim letzten Mal nach dem Ibiza-Video einen FPÖ-Skandal gab und diesmal nicht. Aber es liegt auch daran, dass viel mehr Menschen eine negative Entwicklung der EU sehen. Interessant wird natürlich auch, ob sich diese negative Entwicklung der EU, die viele Menschen in Österreich sehen, dann auch auf die Wahlbeteiligung heute auswirken wird. Darüber werden wir dann später noch ein bisschen sprechen. An dieser Stelle werfen wir doch noch einen genaueren Blick auf die Ausgangslage der EU-Wahl 2019. Noch einmal zur Erinnerung, die ÖVP ist damals ganz klar auf Platz 1 gelegen, hat gejubelt, wenn man an die innenpolitischen Zeiten von damals denkt, waren das natürlich andere Voraussetzungen als heuer. An der zweiten Stelle die SPÖ mit 23,9, die FPÖ damals mit 17,2, die Grünen mit 14,1, die Grünen dahinter 8,4, KPÖ 0,8, auch das könnte heute möglicherweise spannend werden, und die Liste Europa. Diese Entscheidungen sind auf jeden Fall schon gefallen. Wie das auch innenpolitisch dann weitergeht, welche Auswirkungen diese Wahl heute haben wird, das werden wir dann sehen. Tobias. Jedenfalls muss sich wohl die ÖVP auf Verluste bei der heutigen Wahl einstellen, zumindest wenn man circa allen Umfragen Glauben schenken will. Matthias Westhoff ist für uns in der Parteizentrale der Volkspartei. Mit welcher Stimmung sind Sie denn dort konfrontiert? Gibt es da Zuversicht oder ist da schon eher eine gewisse Skepsis, ob das eigene Ergebnis zu spüren? Ich würde sagen, angespannt. Schauen wir kurz mal über meine Schulter. Da hat die gesamte ÖVP-Regierungsmannschaft, der Generalsekretär, der Klubobmann und zahlreiche Funktionäre Aufstellung genommen. Das Wahlziel, das ist Platz 1. Logisch kann man sagen, die ÖVP hat die letzten drei Europawahlen gewonnen. Aber ganz entscheidend um 17 Uhr, ob es hier Jubel oder Frust geben wird, sind zwei Faktoren. Zum einen, wie groß wird das Minus? Mit dem rechnet man, das ist einkalkuliert, aber wird es einstellig oder zweistellig? Und das Zweite ist, welcher Platz wird es? Überraschend Platz 1, ein annehmbarer Platz 2 oder doch ein enttäuschender Platz 3? Und das hat dann natürlich Signalwirkung auch für die Nationalratswahl. Insofern Hochspannung in der ÖVP-Parteizentrale und damit zurück ins Studio. Das werden wir dann um 17 Uhr vielleicht schon ein Stück genauer wissen. Möglich ist eben das Zurückfallen auf Platz 3 sogar für die Volkspartei, also hinter dann die SPÖ, die vor 5 Jahren ja eben auch zweitstärkste Kraft geworden ist. Elmar Poschner, Sie sind für uns bei der SPÖ-Wahlfeier. Mit welchem Blick geht man dort in den heutigen Abend? Mit welchem Gefühl? Ja, hier im Maxpalast. Es füllt sich langsam. Einige Dutzend Anhängerinnen und Anhänger sind schon da. Und ich nehme hier so ein Hoffen und Bangen wahr unter den Funktionärinnen und Funktionären, unter den Anhängerinnen und Anhängern. Man fürchtet ein wenig, dass es knapp wird. Ich habe mit einigen schon gesprochen vorher. Und dabei wäre ein zweiter Platz enorm wichtig für die SPÖ. Sie war das letzte Mal Zweiter und hofft eben wieder Zweiter zu werden. Ein zweiter Platz wäre auch für den Parteichef wichtig. Babler ist seit einem Jahr im Amt und wenn die Partei nun tatsächlich jetzt den zweiten Platz machen würde, dann wäre das auch ein Rückenwind für die Nationalratswahl im Herbst und eine Unterstützung, die der Parteichef dringend brauchen würde. Danke, Elmar Poschner. Den Rückenwind, den Sie angesprochen haben, den verspürt wohl die FPÖ ganz deutlich. Allen Umfragen zufolge könnte sie heute das erste Mal in einer bundesweiten Wahl auf Platz 1 landen. Claudia Dannhauser, Sie sind bei der blauen Wahlparty. Ist man sich dort schon ganz siegessicher? Ja, ich glaube, für die FPÖ ist das heute hier eine klare Sache in dem Lokal, in dem man den Wahlabend heute hier verbringt. Man sieht es hinter mir, sind auch schon etliche Funktionäre, auch hohe Funktionäre. Der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer ist auch schon eingetroffen. Dabei hat Spitzenkandidat Wilimski heute bei der Stimmabgabe noch etwas tief gestapelt und gemeint, jede Stimme zählt. Allerdings war man schon beim Wahlkampfabschluss am Viktor-Adler-Markt am Freitag sicher, dass es hier wohl heute ein historisches Ergebnis geben wird, historisch insofern, als die FPÖ noch nie bei einer bundesweiten Wahl Platz 1 erobert hat und das sieht heute so aus, also da ist man sich recht sicher. Parteichef Herbert Kickl hat allerdings auch schon die Devise ausgegeben, das könne nur der erste Schritt sein, viel wichtiger ist die Nationalratswahl im Herbst und da will man auch Platz 1 erobern.
Die Umfragen, die geben das zumindest derzeit her. Die Blauen haben also großes Vor. Danke, Claudia Dannhauser. Und wir gehen gleich weiter zu den Grünen. Die haben sich diesen Wahlkampf wahrscheinlich ein wenig anders vorgestellt. Da sind die Turbulenzen um die Chats der Spitzenkandidatin Lena Schilling irgendwie dazwischen gekommen. Max Biegler, Sie sind für uns bei den Grünen. Spürt man eine Verunsicherung? Ja, durchaus. Also die Stimmung hier im Wiener Metropol, die ist extrem angespannt. Sie haben es angesprochen, der Wahlkampf der Grünen, der war von einem Thema dominiert und das waren die Vorwürfe gegen Spitzenkandidatin Lena Schilling. Das missglückte Krisenmanagement der Partei, das hat es dann auch nicht besser gemacht und so wird hier wirklich gezittert, wie sich denn das Ganze jetzt auswirken wird auf das heutige Wahlergebnis. Das letzte Mal waren es 14%. Ob es das wird, wir werden sehen. Dankeschön, Max Biegler. Europa in Hülle und Fülle, das könnte vielleicht das Motto sein für die NEOS. Die wollen ja sogar die Vereinigten Staaten von Europa. Und Julian Paschinger beobachtet die NEOS-Wahlparty für uns. Wie ist dort die Stimmung aktuell? Ja, die Erwartungen hier sind groß. Man macht sich große Hoffnungen, jedenfalls das Wahlziel zu erreichen. Das wäre ein zweites Mandat. Aber in den Umfragen sind die NEOS zuletzt bei konstant 10% und mehr gelegen. Bis hin zu 15% gab es da bei einzelnen Umfragen. Also da fangen schon viele Pinke hier zu träumen an. Bis zu 300 Anhänger und Funktionäre wollen sich hier in der Parteizentrale in der Neuen am Wiener Heumarkt heute versammeln, um vielleicht bei einem für die Pinken historischen Abend dabei zu sein. Denn zweistellig war man bei einer bundesweiten Wahl noch nie und es wäre schon bemerkenswert, wenn das gelingt, denn bei den letzten Wahlen haben die NEOS Stimmen verloren, da hat es eigentlich Wahlschlappen gegeben in Salzburg und in Innsbruck. Bei einer EU-Wahl ist das natürlich nicht vergleichbar, da werden die Karten neu gemischt. Man hat natürlich versucht, jetzt ÖVP-Wähler mit einem proeuropäischen Kurs anzusprechen, aber auch im grünen Wählerteich zu fischen rund um die Affäre Lena Schilling und da rechnet man sich jetzt ganz gute Chancen aus. Hohe Erwartungen hat es bei den NEOS schon oft gegeben, so mancher Wahlabend endete dann aber auch in einer Enttäuschung. Wir werden sehen, wo man heute zu liegen kommt. Dankeschön, Julian Pasching. Also so ein Wahltag ist für Funktionärinnen und Funktionäre vielleicht ein bisschen wie der 24. Dezember für Kinder. Man wartet und wartet und wartet, bis es klingelt, aber man weiß nicht, was rauskommt. Werden wir sehen. Das waren jetzt einmal die wichtigsten Parteizentralen und Wahlfeiern. Aber ein bedeutender Schauplatz ist heute schon auch das Haus der Europäischen Union in der Wipplinger Straße in der Wiener Innenstadt. Und dort ist für uns Andreas Meyer-Bohusch. Was wird denn bei Ihnen im EU-Haus heute Abend noch geschehen? Da wird einiges geschehen. So voll wie heute habe ich dieses Europahaus noch nie erlebt und der Abend ist noch jung. Es sind mehrere Fernsehstudios aufgebaut, wie auch unseres hier. Es sind ganz viele Journalistinnen, Journalisten, Kameraleute, Fotografen und auch sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Europäischen Kommission und des Europaparlaments, die ja hier sich dieses Europahaus, dieses Bürohaus vis-à-vis von der Alten Börse gemeinsam teilen. In etwa einer Stunde werden wir hier die Spitzenkandidaten der österreichischen Parteien erwarten für eine erste Diskussionsrunde hier in unserem Studio. Und darüber hinaus erwarten wir auch den österreichischen EU-Kommissar Johannes Hahn und viele andere prominente Politiker, Parteichefs, Clubobleute und möglicherweise auch andere Europaabgeordnete, die uns hoffentlich für die Kamera mit ersten Reaktionen im Europahaus hier zur Verfügung stehen werden, noch diesen Abend. Dankeschön, Andreas Meyer-Bosch, fürs Erste. Also, man sieht, meine Damen und Herren, alle sind bereit, alles wartet eigentlich nur mehr. Auch Peter Unger, der stellvertretende Leiter der ZIP-Innenpolitik, ist auch bei uns und wartet. Sie werden uns noch durch den Nachmittag und Abend begleiten. Was glauben Sie denn, was bleibt von diesem Wahlkampf oder bleibt überhaupt irgendwas? Manchmal hat er sich lang angefühlt, der Wahlkampf, aber eigentlich war der Intensivwahlkampf recht kurz. Anfang Mai hat das begonnen und es war, wie so oft in Österreich, wenig EU und viel Österreich. Also innenpolitische Themen haben den Wahlkampf dominiert, obwohl es so viele wichtige europäische Fragen gibt, die Zukunft Europas, wir haben es schon angesprochen. Eine Auswertung hat ergeben, die APA gemacht hat, dass es mehr als 600 Berichte über Lena Schilling gegeben hat. Auf Platz 2 war dann Harald Wilimski mit 200. Da sieht man, das dominante Thema war diese Causa Schilling mit dem missglückten Krisenmanagement. Wann hat es schon mal gegeben, dass sich ein Parteichef für eine Aussage entschuldigen muss? Die Frage ist, hat dieser Wahlkampf die Wählerinnen und Wähler mobilisiert? Wir werden es gleich sehen. Der erwartete Rechtsruck ist ja in ganz Europa eigentlich Thema. Auch in Österreich könnte jetzt die FPÖ auf dem ersten Platz landen. Das erste Mal, wie wir gehört haben, bei einer bundesweiten Wahl. Würde das etwas verändern, auch im Hinblick auf den Herbst schon?
Ich glaube auf jeden Fall. Also das wäre schon sozusagen ein politischer Paukenschlag, wenn die FPÖ zum ersten Mal auf Platz 1 landet. Es würde auch ein bisschen die Rollenverteilung ändern. Die FPÖ würde vom Jäger zum Gejagten werden. Die Frage ist, wie geht die FPÖ dann damit um? Wird sie noch lauter, noch provokanter werden, weil sie weiß, dass dieser Protest in ihrer Wählerschaft tief verankert ist? Und wir haben es auch schon gehört, die Frage ist, wer kommt dahinter auf Platz 2 zu liegen? Ist es die ÖVP oder die SPÖ? Kann Karl Nehammer oder kann Andreas Babler das Kanzlerduell ausrufen? Das sind Auswirkungen, die uns dann über den Sommer begleiten werden und die Nationalratswahl maßgeblich beeinflussen werden. Dankeschön. Fürs erste Mal Peter Unger aus der ZIP Innenpolitik. Jetzt bleiben uns, glaube ich, noch 4 Minuten bis zur Tempogrose. Gehen wir noch einmal zu dir, Susanne. Ja, Peter Unger hat gerade den Wahlkampf, den abgelaufenen, bilanziert, hat uns auch erzählt, auf welche Themen die Parteien in den vergangenen Wochen und Monaten gesetzt haben und welche Themen sie auch versucht haben, in den Medien sozusagen unterzubringen. Die Frage ist allerdings, ob sich das auch mit den Problemen und Fragestellungen der Wählerinnen und Wähler deckt, die heute dazu aufgerufen waren, ihre Stimme abzugeben. Also welche Probleme brennen quasi den Menschen in Österreich unter den Nägeln? Das ist natürlich auch besonders interessant an diesem heutigen Tag und da können wir uns anschauen, gibt es ganz klar Sicherheit und Migration hat auf jeden Fall auch die Menschen bewegt. So ist es. Den Wählerinnen und Wählern brennt anders als den Medien nicht Lena Schilling unter den Nägeln, sondern wir haben die Frage gestellt, was wurde sehr häufig diskutiert in der von Peter Unger erwähnten Intensivphase des Wahlkampfs und fast gleich auf, wenn man Kommastellen ausgewiesen hätte, die Zuwanderung knapp vor dem Thema Sicherheit und Krieg. Zweiteres ist wenig überraschend, weil wir ja seit 2022 einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben. Aber Zuwanderung war bei der letzten Wahl noch auf Platz 4 und ist jetzt das Top-Thema Umwelt- und Klimaschutz, das 2019 eine Renaissance erfahren hat, ist jetzt auf Platz 3 zurückgefallen. Wirtschaft und Sozialpolitik rangieren dahinter. Tendenziell bevorzugen rechte Parteien wie die FPÖ Zuwanderung und Sicherheit als Thema. Also auch das ein Indiz für das, was ohnehin niemand anders sieht, dass die FPÖ zulegen wird. Und es dauert nicht mehr lang, bis wir einen ersten Ausblick auf dieses Ergebnis werfen können. Es sind gerade noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Noch mal schnell zu dir, Tobias. Ja, danke schön. Nutzen wir vielleicht noch die Gelegenheit und weiten wir jetzt ein bisschen den Blick mit Peter Fritz, der zu uns ins Studio gekommen ist. Danke. Wir haben gerade gesehen, was den Wählerinnen und Wählern denn so wichtig ist. Deckt sich das eigentlich mit dem, was in der Macht des Europäischen Parlaments steht? Es kann sich damit decken, aber nur, wenn es eine breite Meinungsbildung vorher auch schon woanders gibt, nämlich bei den Staats- und Regierungschefs. Zum Beispiel auch, wir haben es jetzt gesehen, beim Thema Zuwanderung und Asyl, da waren natürlich die Innenminister auch sehr wichtig, die diese Asylreform einmal ausgeheckt haben in ihren Grundzügen. Und danach konnte dann das Europäische Parlament schon noch mitreden. Aber bei den Grundzügen ist es geblieben. Da wurde noch ein bisschen was verändert in den Detailverhandlungen. Aber grundsätzlich geht die Macht des Europäischen Parlaments dann nur so weit, wie eben andere Institutionen in Europa übereinkommen, dass sie dem Parlament diese Macht geben. Und das betrifft Grundsatzfragen der Innen- und Außenpolitik in ganz besonderem Maß. Was ist zu erwarten für die kommende Legislaturperiode? Die Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament werden sich ändern und alle Umfragen eigentlich zeigen, deuten auf einen Rechtsruck hin, oder? Ja, da kann es natürlich jetzt schon sehr spannend werden bei der Wahl eines neuen Kommissionspräsidenten, höchstwahrscheinlich Kommissionspräsidentin. Ursula von der Leyen hatte nur eine ganz knappe Mehrheit beim letzten Mal, 9 Stimmen. Und sie wird wahrscheinlich jetzt auch weiter rechts um Stimmen bitten und auch vielleicht betteln müssen. Und dann ist die Frage, muss sie dann auch irgendwelche Zugeständnisse nach ganz rechts machen? Sie wollte auch einen Schwerpunkt auf Sicherheit setzen, wollte einen neuen EU-Verteidigungskommissar einsetzen für die nächste Periode. Alles das wird sie auch abgleichen müssen mit denen, die jetzt im neuen EU-Parlament verstärkt mitreden. Aber diese Bandbreite, die ist ja auch eigentlich gewissermaßen das Problem der EU, des Europäischen Parlaments, so weit auseinander zwischen ganz links und ziemlich weit rechts, konsensfähig. Wie konsensfähig ist das Europäische Parlament, die EU? Es gibt da schon eine ganz gut eingespielte Konsensmaschine, aber sie geht eben nur so weit, wie eben Konsens innerhalb Europas und vor allem eben bei den Regierenden, bei den Staats- und Regierungschefinnen und Chefs besteht, dass man
das auf eine europäische Ebene hebt. Also wenn die sagen, das behalten wir uns selbst, dann ist es für das Europäische Parlament auch nicht weit bestellt. Danke vorerst für diese etwas globalere Analyse, Peter Fritz. Der Blick auf die Uhr zeigt mir, jetzt ist es wirklich in Kürze soweit. Dann kannst du uns, Susanne, die erste Trendprognose zur EU-Wahl 2024 präsentieren. Warten wir die letzten Sekunden gemeinsam ab. Es ist 17 Uhr, meine Damen und Herren. So hat Österreich gewählt. Die EU-Wahl zum EU-Parlament ist geschlagen für dieses Jahr 2024. Das letzte Wahllokal hat vor wenigen Sekunden geschlossen. Und ich kann Ihnen einen ersten Ausblick auf das Ergebnis dieses Wahltages jetzt präsentieren. Wie gesagt, das ist eine Trendprognose. Und demzufolge liegt die ÖVP bei 23,5% mit einem dicken Minus von 11,1 Prozentpunkten. Die SPÖ kommt auf 23% mit einem Minus von 0,9 Prozentpunkten. Dann die FPÖ kommt wie erwartet auf 27%, liegt damit auf Platz 1 mit einem Plus von 9,8 Prozentpunkten. Die Grünen kommen auf 10,5%, ein Minus von 3,6 Prozentpunkten. Dann kommen die Neos 10,5, das wird an diesem Tag noch spannend, mit einem derzeitigen Plus von 2,1 Prozent. Die Corona-Maßnahmenkritische Liste DNA kommt auf 2,5 Prozent nach derzeitigem Stand und die KPÖ auf 3% mit einem Plus von 2,2%. Wie gesagt, das, was wir hier jetzt an der Wand gesehen haben, ist noch eine Trendprognose. Aber schauen wir uns an, was es dann für die Sitzverteilung im EU-Parlament bedeuten könnte, wie die Mandatare sich über die Parteien verteilen. Die ÖVP käme derzeit auf 5 Abgeordnete. Das sind 2 weniger als bisher. Die SPÖ kommt auf 5. Das würde derzeit gleich bleiben. Die FPÖ bekommt 3 Mandate dazu, liegt damit bei 6. Die Grünen verlieren 1 Mandat und schicken 2 Abgeordnete nach Brüssel. Und die Neos bekommen 1 Mandat dazu und liegen ebenfalls bei 2 Abgeordneten. Ja, wie gesagt, Peter Filzmaier, wir haben es schon mehrmals betont, das ist eine Trendprognose mit einer durchaus großen Schwankungsbreite von 2,5%. Aber angesichts dieser Schwankungsbreite, was lässt sich schon herauslösen? Die FPÖ liegt, wie erwartet, auf Platz 1. Die FPÖ kann nicht nur einen Zugewinn feiern, das ist ganz sicher, dass der massiv ist. Sie ist aber auch Gewinner des Tages, denn mit einer Wahrscheinlichkeit, die sich der Sicherheit annähert, wird auch der erste Platz halten. Wir haben, das muss man aber darauf verweisen, eben eine Trendprognose, Umfrage gestützt, weil wir erst um 11 Uhr Wahldaten für eine Hochrechnung, Teilergebnisse bekommen oder dann fast schon alle Ergebnisse erhalten werden. Es gab die Schwankungsbreite von etwa plus minus 2,5%. Und es gibt noch 2 andere Risikofaktoren. Diese Umfragen fanden alle schon während der Woche bis inklusive Sonntag statt. Das heißt, das kann sich bei der Wahlbeteiligung noch auswirken. Wer am Mittwoch oder Donnerstag gesagt hat, ich gehe auf jeden Fall hin oder sicher nicht hin, konnte seine Meinung noch ändern. Und es gibt auch ca. 10%, vielleicht etwas mehr, letztentschlossene Wählerinnen und Wähler, die erst in den letzten paar Tagen ihre Entscheidung treffen. Die sind in den Umfragen auch nur teilweise eingespeist. Aber dass die FPÖ klar zugewonnen hat und zum ersten Mal bei einer Parteiwahl in Österreich bundesweit Erster ist. Man war es einmal im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl mit dem Kandidaten Norbert Hofer bei einer Personenwahl. Aber das ist der erste Wahlerfolg, der erste Platz für die FPÖ. Sie haben es gesagt, bundesweit das erste Mal ganz am Stockerl am ersten Platz. Das zumindest scheint auch mit der Schwankungsbreite ganz gut abgesichert, haben Sie gerade gesagt. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger auf den Plätzen SPÖ, ÖVP. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten wahrscheinlich. Momentan ist die Prognose, dass die ÖVP den 2. Platz sichert, aber das ist alles andere noch als sicher, hoher Unsicherheitsfaktor. Man muss auch dazu sagen, eine Wahl sind keine Olympischen Spiele. Es gibt keine Silber- oder Bronzemedaille. Die Mandatszahl ist derzeit für beide, ÖVP und SPÖ, 5. Das ist also ein bisschen auch der Streit um die silberne oder bronzene Ananas, weil man nichts extra bekommt dafür. Aber es hat eine sehr große Symbolwirkung und für die Nationalratswahl wollen sich ja so
sowohl die ÖVP als auch die SPÖ, sowohl Kanzler Karl Nehammer wie auch SPÖ-Chef Andreas Babler, als der große Hauptherausforderer von Herbert Kickl inszenieren. Und da hilft natürlich der zweite Platz viel mehr, als wenn man einen dritten Platz erklären muss. Bei der ÖVP ändert das aber nichts daran, dass sie das schlechteste EU-Wahlergebnis ihrer Parteigeschichte seit 1996 eingefahren hat, wie momentan es aussieht, sogar mit zweistelligen Verlusten. Und die SPÖ hat bei den letzten beiden Wahlen historische Tiefstände verzeichnet auf EU-Ebene. Und jetzt ist man in etwa im gleichen Bereich, egal ob am Ende des Tages ein kleines Minus oder ein kleines Plus herausschaut. Das schadet natürlich auch einer möglichen Aufbruchsstimmung unter dem ja immer noch relativ neuen Parteichef Babler. Sie haben es schon angesprochen, wie sehr das sozusagen als Generalprobe für die Nationalratswahl von den Parteien ausgelegt wird oder auch nicht, als ganz singuläre Wahl gesehen wird. Auch das werden wir noch besprechen. Sprechen wir jetzt noch über die Plätze 3 und 4, Grüne und Neos. Die Grünen haben natürlich mit ihrer Spitzenkandidatin diesen Wahlkampf sehr dominiert. Sehr viel wurde darüber gesprochen. Können die Grünen jetzt sagen, weniger schlimm gelaufen als erwartet und die Neos, naja, so lala gelaufen? Die Grünen werden vielleicht erleichtert seufzen, weil man ja auch einstellig hätte werden können, was noch nicht ganz ausgeschlossen ist nach dieser Trendprognose. Aber man hält sich in einem Bereich, wo das zweite Mandat sicher ist. Die jetzige Prognose ist über 10%. Das zweite Mandat bekommt man ab ca. 8,5-9%. Da ist also noch ein bisschen Luft nach unten. Vielleicht haben sich die Neos umgekehrt noch ein etwas besseres Ergebnis erwartet. Aber auch sie haben nach der jetzigen Prognose statt bisher einem ein zweites Mandat. Und man muss auch umgekehrt dazu sagen, die Neos waren bisher immer einstellig bei den zwei EU-Wahlen, wo sie schon angetreten sind, haben jetzt die Chance auf erstmals Zweistelligkeit. Wer letztlich Vierter oder Fünfte ist bei den beiden, ist dann wirklich nur noch Symbolik, weil die rufen ja kein Duell aus mit der FPÖ um den ersten Platz. Schauen wir trotzdem noch auf die hinteren Ränge. Die KPÖ, die wurde dann heute ja doch auch sozusagen mit Aufmerksamkeit betrachtet. Ob sie sozusagen nach Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen jetzt auch vielleicht hier in den Überraschungserfolg landet, derzeit schaut es noch nicht danach aus. Rein rechnerisch hat sich die KPÖ mehr als verdreifacht. Bei der letzten EU-Wahl war sie unter 1%. Die jetzige Prognose sagt 3%. Damit ist man draußen. Wir haben 4% als Mindestprozentklausel, wie bei einer Nationalratswahl, auch bei der Europaparlamentswahl. Aber man ist noch nicht so weit weg, dass man die Hoffnung schon ganz aufgeben muss. Es gibt noch eine kleine Außenseiterchance, beispielsweise, dass die Umfrageergebnisse in den Städten zu wenig hochgewichtet hat, wo man sicher besser ist als KPÖ. Mag sein, dass man sich da noch verbessert, aber momentan ist man draußen und knapp daneben wäre dann auch vorbei. Das ist auf jeden Fall ein spannender Wahlabend mit Anlauf, aber die Balken sind schon mal in die Höhe gegangen. Es gibt natürlich erste Reaktionen in den Parteizentralen und da wollen wir gleich mal hinschauen. Tobias. Ja genau, kommen wir zu Jubel und Betrübnis, kommen wir zu den Reaktionen in den verschiedenen Parteizentralen und wir beginnen natürlich bei der großen Wahlsiegerin offenbar, bei der FPÖ und gehen zu Claudia Dannhauser. Frau Dannhauser, wie groß ist der Jubel denn jetzt bei den Freiheitlichen über dieses Ergebnis? Bravo! Ja, wie man hört, das Lokal, an dem man hier feiert, ist schon lange sehr gut gefüllt. Und ich habe jetzt hier den Generalsekretär der FPÖ, Herr Schnedlitz. Es ist ein historisches Ergebnis für die FPÖ, Platz 1 bei einer Bundeswahl, das hat es noch nicht gegeben. Was war denn da jetzt Ihrer Meinung nach das Erfolgsrezept? Ist es die EU-Kritik gewesen, ist es der Spitzenkandidat gewesen oder war es die Schwäche der Gegner? Also zuerst erlauben Sie mir, Danke zu sagen. Danke für jede einzelne Wählerstimme, danke für die Wähler. Das Ergebnis ist noch jung und wir sind voller Demut dankbar dafür. Wir werden zeigen, was der Abend noch bringt. Und diese Geschichte heute, wenn sie so bleibt, die hat heute der Wähler geschrieben. Die Österreicherinnen und die Österreicher haben Mut bewiesen. Man hat Optimismus zum Ausdruck gebracht von der Seite der Bevölkerung und den Wunsch nach einer ehrlichen Veränderung. Und das, was wir seit Jahren machen, den Schulterschluss mit den Menschen zu suchen, Den Kurs, den unser Herbert Kickl vorlebt, der wurde heute gestärkt und die FPÖ ist gleichzeitig so breit aufgestellt wie noch nie. Das beweist Harald Filimski auch mit seinem Team und dementsprechend ist es heute ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Danke an alle Österreicher, denn Sie waren es, die heute Geschichte geschrieben haben. Es ist die FPÖ ja eher eine EU-kritische Partei und man hat eigentlich mit vielen Dingen in der EU, wenn man so will, nicht viel am Hut. Was macht man denn jetzt mit diesen Stimmen? Also was macht man im EU-Parlament damit? Wie wollen Sie das anlegen? Noch dazu ist ja die ID-Fraktion, also der Zusammenschluss der rechten Fraktionen nicht immer ganz geeint. Also
Wie schaut da Ihr Plan aus? Wir schauen heute mal, wie die Wahlen europaweit ausgehen und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Das ist nämlich genau das, was uns Freiheitliche zum Erfolg geführt hat die letzten Jahre, vor allem seit der Obmannschaft von Herbert Kickl, eine ehrliche Lagebeurteilung zu machen, der Wähler entscheidet und dann einfach Schritt für Schritt weiterzuarbeiten, anstatt Dampf zu plaudern, wie es die anderen Parteien machen. Und deshalb kann man da heute und jetzt hier noch gar nicht vorgreifen auf den Wahlausgang europaweit und was diese Wahl dann europaweit bringen wird und wie es mit der Fraktion weitergehen wird, das wird sich dann die nächsten Tage zeigen. Jetzt ist das für die FPÖ ja eher so quasi eine Testwahl oder eine Probewahl für den Herbst gewesen. Da legt man ja doch wohl mehr Augenmerk drauf. Ist das jetzt so quasi ein Pusher für die Nationalratswahl oder ist das vielleicht auch etwas, wo man ängstlich drauf schaut, naja, jetzt sind wir da Platz 1, vielleicht überlegt sich der Wähler dann bei der nächsten Wahl uns nicht so zu stärken? Der Wähler lässt sich nicht beeinflussen von einem Wahltag oder von kurzfristigen Motiven, sondern Österreich zeigt auch heute, dass man es schätzt, wenn eine Partei über Jahre hinweg einen glaubwürdigen, geradlinigen Kurs geht, einen schnurgeraden Kurs. Und wenn man Politik für die Menschen macht, anstatt gegen die Menschen. Und genauso werden wir auch die nächsten Monate anlegen. Wenn Sie so wollen, das heute war das Freundschaftsspiel, das ist schon mal gut ausgegangen. Aber Sie haben recht, dass das große Spiel, das wird erst kommen, das große Match, wo es darum geht, dass wir wirklich sicherstellen, spürbar, dass es den Menschen in Österreich wieder besser geht. Jetzt werden wir dieses Vertrauen, das wir heute erhalten haben, weiter ausbauen, weiter darauf aufbauen, werden die Verbindung mit den Menschen weiter intensivieren und dann wird auch dieser Kraftakt gelingen, dass unterm Strich, und es geht ja nicht darum, dass die Freiheitliche Partei gewinnt, dass unterm Strich wieder die Österreicherinnen und Österreicher gewinnen im September. Also heute feiern und das nächste Ziel ist dann der Herbst. Ich glaube, es ist wichtiger zu arbeiten als zu feiern. Und wenn man sieht, was in Österreich beim Hochwasser passiert, dann muss man mit Gedanken auch dort sein und nicht blindlings die ganze Nacht durchfeiern. Ich hoffe, dass schnell geholfen wird und dass vielleicht die anderen Parteien, die jetzt noch diese paar Monate in Verantwortung sind, draufkommen, dass es wichtig ist, sofort zu helfen, auch im eigenen Land und nicht immer nur, wenn woanders etwas passiert. Vielen Dank, Herr Schnellitz. Ich gebe zurück. Dankeschön, Claudia Dannhauser. Also da ist die Freude natürlich groß bei den Freiheitlichen. Katzenjammer hingegen könnte man sich vorstellen, erwarten bei der ÖVP mit einem zweistelligen Minus. Tut das weh, Matthias Westhoff, bei den Funktionärinnen und Funktionären? Es war hier gespenstisch ruhig, als die erste Trendprognose um 17 Uhr veröffentlicht worden ist. Ganz anders als jetzt. Den Applaus interpretiere ich eher als Zweckoptimismus. Aber bei mir steht Generalsekretär Christian Stocker. Das Wahlziel, das war Platz 1, das ist klar verfehlt worden. Woran ist die ÖVP gescheitert? Ich glaube, man muss vorausschicken, dass auch an diesem Tag unsere Gedanken bei jenen sind, die durch die Flutkatastrophe hier in Mitleidenschaft gezogen wurden und auch bei den Einsatzkräften, die die ganze Nacht gearbeitet haben. Was das Wahlergebnis anbelangt, wir sind in diesem Wahlkampf von der dritten Position gestartet. Das haben alle Prognosen uns ausgewiesen. Reinhold Lopatka, sein Team, die Organisation, alle Funktionärinnen und Funktionäre haben gekämpft, sind gelaufen, die letzten Wochen, Tage, Stunden kann man fast sagen. Und es ist gelungen, hier doch eine Aufholjagd zu machen, weil wir jetzt ganz knapp um den zweiten oder dritten Platz uns mit der SPÖ rittern. Wir liegen knapp vorne. Ich hoffe, das bleibt auch beim Wahlendergebnis so. Letztlich sage ich, nach dem, was hinter der Volkspartei liegt in den letzten Jahren, sind wir nicht von den Vergleichswerten anderer Wahlen, sondern von der Nulllinie gestartet. Und ich bedanke mich bei jeder einzelnen Wählerin und Wähler für das Vertrauen. Aber nichtsdestotrotz, das Minus ist ein historisches. Noch nie hat die ÖVP bei einer bundesweiten Wahl so viel verloren. Welche parteiinternen Konsequenzen gibt es jetzt oder gehen Sie einfach zur Tagesordnung über? Natürlich ist es so, dass man mit einem zweistelligen Verlust keine Freude haben kann. Das ist nicht das Ergebnis, für das wir gelaufen sind. Das ist auch nicht das, was wir uns gewünscht hätten. Der Wähler hat dieses Wahlergebnis aber so bestimmt. Wir nehmen es mit Demut zur Kenntnis. Wir werden daraus auch die Schlüsse ziehen. Aber ich weise schon darauf hin, es wurde ein EU-Parlament gewählt und nicht der Nationalrat.
Nichtsdestotrotz steht auch hier die gesamte ÖVP-Regierungsmannschaft mit Ausnahme des Bundeskanzlers versammelt. Ich interpretiere das als Zeichen, dass sie ein Zeichen der Geschlossenheit senden wollen. Aber aus dieser Regierungsmannschaft haben auch mehrere abgesagt als Spitzenkandidatin, Spitzenkandidat für die EU-Wahl. War Reinhold Lopatka der falsche Kandidat? Ich glaube, dass man das überhaupt nicht so sehen kann. Reinhold Lopatka war ein hervorragender Spitzenkandidat in einem hervorragenden Team. Und was in den letzten Wochen, Tagen und Stunden geschehen ist, weist das auch aus. Also ich gratuliere Reinhold und seinem ganzen Team zu dem Ergebnis, dass unter den Umständen, wie es zustande gekommen ist, eines ist, das durchaus respektvoll ist. Sie haben, eine Frage hätte ich noch. Sie haben natürlich versucht, das jetzt als EU-Wahlergebnis einzuordnen, kleinzureden, das Minus. Aber die Nationalratswahl steht vor der Tür. Die symbolische Wirkung dieses historischen Absturzes kann wahrscheinlich kaum überschätzt werden. Und daher ist meine Frage, welchen Anteil hat der Parteichef? Rechnen Sie damit, dass in den nächsten Tagen eine Debatte über den Parteichef oder über den Spitzenkandidat für die Nationalratswahl starten wird? Oder ist beides Karl Nehammer? Also ich rede überhaupt nichts klein und ich habe schon gesagt, das Minus kann uns nicht erfreuen. Aber eines ist für mich auch wichtig. Wir liegen, wenn die Prognose das Endergebnis dann bestätigen sollte, 3,5% hinter der FPÖ. Das heißt, heute startet die Aufholjagd, diesen letzten Schritt zu gehen, damit wir im September die Nummer 1 sind mit einem Spitzenkandidat Karl Nehammer als Bundeskanzler. Das war vor der EU-Wahl so, das ist jetzt so und das bleibt bis September so. Die Tradition der Obmann-Debatte gibt es diesmal nicht. Die hat es nicht gegeben und die wird auch heute nicht stattfinden. Alles klar, dann danke und zurück ins Studio hier aus der ÖVP-Parteizentrale. Richtet uns in gewohnter Manier Matthias Westhoff. Die Frage der ÖVP ist also Platz 2, Platz 3. Das ist aber auch die Frage für die Sozialdemokraten, Platz 2 oder Platz 3. Da ist das Rennen in unserer Trendprognose im Moment noch viel zu eng. Helmer Poschner, Sie sind bei den Sozialdemokraten. Wie ist denn dort die Stimmung, wie ist die Erwartungshaltung? Ja, ehrlicherweise, die SPÖ hat sich mehr erwartet. Jetzt gibt es zwar Applaus, aber als diese erste Trendprognose über diese Bildschirme geflimmert ist, da war der Applaus sehr verhalten. Und man hat auch dem Wahlkampfmanager und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim eine gewisse Enttäuschung angemerkt. Ihn habe ich jetzt bei mir, Herr Seltenheim. Warum war er nicht mehr drinnen? Man muss das, also bevor ich die Frage beantworte, möchte ich auch ganz kurz Danke sagen bei all jenen, die gelaufen sind. Die letzten Wochen, Monate war ein intensiver Wahlkampf. Ganz kurz zur Einordnung, ist eine Trendprognose. Natürlich, wenn wir am Ende des Tages Dritter sind, sind wir natürlich nicht zufrieden. Das ist keine Frage. Man muss aber auch noch einmal einen Schritt zurück machen. Vor einem Jahr waren wir in den Umfragen überall nur bei 20%. Wir wissen, dass vielleicht die eineinhalb Jahre davor nicht die einfachsten waren in der SPÖ. Insofern sind wir jetzt froh, dass wir da auch einmal bei einer bundesweiten Wahl zumindest die 23% oder auch ein wenig mehr erreicht haben. Und im Endeffekt ändert sich für die Voraussetzung für den Herbst nicht viel. Es ist die Frage, ob wir oder die FPÖ mit Kanzler Kickl dann reüssieren wird. Was man jetzt aber an der Trendprognose schon sehen kann, ist, dass die anderen Oppositionsparteien, nämlich die Freiheitlichen und auch die Neos, einen Aufwärtstrend erleben. Bei den Freiheitlichen ganz klar, die ist Nummer eins. Warum kann denn die SPÖ als Oppositionspartei von den Verlusten der Regierung nicht profitieren? Ich denke, auch hier muss man ein wenig trennen zwischen EU-Wahl und Nationalratswahl. Bei der Nationalratswahl sind die Themen, die die SPÖ immer tragen und die Hausmacht der SPÖ sind, egal ob das jetzt die Nichterhöhung des Pensionsantrittsalters ist oder ob es die Rettung des Gesundheitssystems ist, in der Wahlentscheidung viel wichtiger. Wir haben ganz stark auch versucht, auf diese Themen zu setzen. Stichwort Andi Schieder hat es extrem gut gemacht, auch dieses Thema der Arbeitsplatzsicherheit in Österreich in Verbindung mit der grünen Wende, das aufs Tableau zu bringen. Das haben wir nicht ausreichend geschafft, offensichtlich in der Mobilisierung, dennoch richtige Themensetzung und bei den Themen wird im Nationalratswahlkampf der Rücken Wien für uns einfach ein anderer sein. Aber Sie haben auch gesagt, Sie wollen einen Rechtsruck verhindern. Auch das, danach schaut es nicht aus. Woran ist es gelegen? Hat der Wahlkampf nicht wirklich, war das Wahlkampfprofil ein bisschen zu blass, das Themenprofil? Sie haben ja auch plakatiert, Frieden und Freiheit zum Beispiel. Oder war der Spitzenkandidat zu blass? Ich denke, thematisch ergänzend, wie schon angesprochen, auch zur ganzen Arbeitsplatz- und industriepolitischen Entwicklung auch Dinge wie die Fragen der Neutralität sehr wichtige Themen sind, die wir auch entsprechend platziert haben. Man sieht aber eindeutig, dass die Themenlage
nicht zu 100% auf unsere Themen eingezahlt hat. Dementsprechend, wie gesagt, werden wir das auch bei der Nationalratswahl mit einem anderen Rückenwind für uns spüren. Die SPÖ hat eben dringend gehofft auf einen zweiten Platz auf jeden Fall. Der sollte Rückenwind geben für die Nationalratswahl im Herbst. Danach schaut es jetzt nicht aus. Was heißt das für den Herbst? Ich denke, wir haben heute eine Zäsur gesehen. Es ist das erste Mal, dass die FPÖ stimmenstärkste Kraft wird bei einer bundesweiten Wahl. Das wird auch viele Menschen auch in diesem Land wachrütteln. Nicht nur SPÖ-Parteigänger und SPÖ-Wählerinnen, sondern auch andere. Das heißt, auch da werden die Karten für den Herbst auf jeden Fall neu gemischt. Insofern werden wir auch ganz stark gegen diesen Rechtsruck auf nationaler Ebene kämpfen. Es ist auch die Richtungsentscheidung in Wirklichkeit für den Herbst. Wird es eine Politik mit Herz und Hirn, mit der SPÖ, mit dem Kanzler Andreas Babler geben? Oder wird es Hass und Hetze mit Kanzler Kickl geben, der sich von der ÖVP wählen lassen wird? Das ist die große Entscheidung für den Herbst. Das liegt jetzt auf dem Tisch und da werden wir alles tun und dafür kämpfen, dass es in unsere Richtung ausgeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Klaus Seltenheim hier. Die Stimmung ist nicht die beste. Die SPÖ hofft, dass sie vielleicht Platz 2 noch ausgeht, aber das ist eine höchst unsichere Sache. Und damit zurück ins Studio. Danke, Helmer Poschner. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also um Platz 2. Aber auch dahinter gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Grünen und den Neos. Laut der Trendprognose landen beide Parteien aktuell bei 10,5% der Stimmen. Das wird sich wohl noch ändern. Da wird es wohl schon noch Unterschiede geben. Aber es ist too close to call, wie der Engländer sagen würde. Zu knapp im Moment bei den Grünen. Wie ist denn da jetzt die Stimmung nach diesen ersten Prognosen, Max Bigler? Naja, ich würde sagen, die Stimmung hier ist erleichtert, dass man nicht weiter abgestürzt ist. Aber trotzdem, es ist doch ein ordentlicher Absturz, der hier heute passiert ist. Beim letzten Mal 14, jetzt nur 10,5%. Da kann man doch nicht zufrieden sein, oder? Also zunächst möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, dass ich mich sehr, sehr herzlich bedanken möchte bei allen Wählerinnen und Wählern, die uns gewählt haben. Trotz eines sehr schwierigen Wahlkampfes, und ich weiß aus sehr vielen Gesprächen, dass sich manche Menschen schwer getan haben, dieses Mal grün zu wählen. Sie haben es trotzdem getan, weil sie überzeugt waren, es braucht diese starke Stimme für Klimaschutz, für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie im Europäischen Parlament. Und es sind Prognosen, das wissen wir, wenn es so bleibt und das Ergebnis bestätigt sich, dann würden wir mit Lena Schilling und mit Tom Weitz zwei wirkliche Kämpfer, Kämpferinnen im Europäischen Parlament haben, die genau dafür einstehen. Und zum Ergebnis insgesamt, auch der FPÖ, möchte ich sagen, das ist möglicherweise ein guter und heilsamer Weckruf, auch in Richtung Nationalratswahlen. Weil es darum geht, dass wir weder Europa noch Österreich dieser rechten Hetze überlassen dürfen. Und dagegen gemeinsam aufzutreten und anzutreten, das ist unsere Aufgabe. Daran werden wir arbeiten, stärker als je zuvor. Aber Herr Gesundheitsminister, man kann ja nicht zufrieden sein. War es ein Fehler, eine Quereinsteigerin zur Spitzenkandidatin zu machen? Also zunächst möchte ich sagen, dass Lena Schilling die Diskussionen und die Fernsehauftritte in einer Art und Weise bestritten hat, nach all diesen Turbulenzen. Das muss man zuerst einmal hinbekommen. Das war nicht einfach, das hat sie großartig gemacht. Tom Weitz an ihrer Seite hat es in selben Ausmaß gemacht. Und das war letztlich auch der Grund, glaube ich, warum viele Menschen trotzdem uns die Stimme gegeben haben. Natürlich muss man nicht schönreden, ein Minus ist ein Minus, das schmerzt auch. Aber es ist Ansporn für uns, auch Richtung Nationalratswahl, mit Vollgas jetzt nach vorne zu gehen und darum zu kämpfen, im Herbst wieder vorne dabei zu sein. Scharf ist ja auch das Krisenmanagement der Parteiführung kritisiert worden. Braucht es da Konsequenzen an der Parteiführung, vielleicht auch im Generalsekretariat? Werner Kogler hat dazu die Dinge gesagt, die zu sagen waren. Und es wird bei uns natürlich aufgearbeitet werden. Unser Fokus ist jetzt schon klar nach vorne gerichtet. Es geht jetzt einfach darum, dass nach dem vermuteten Rechtsruck, der sich abspielen wird heute in Europa, wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir aufstehen, kämpfen, den Menschen erklären und erläutern, worum es geht. Es geht um mehr als darum, ob die FPÖ Nummer 1 ist oder nicht. Es geht schlicht und einfach darum, ob Österreich rechtsstaatlich bleibt, frei bleibt, demokratisch bleibt, dass die Pressefreiheit erhalten bleibt und dass wir auch das Parlament als Einrichtung so erhalten, wie es gehört, nämlich als Ort des politischen Diskurses und nicht als Ort von Hassrede und das Niedertrampeln auf anderen. Sie sagen quasi, man muss besser kommunizieren, und besser zu kommunizieren, braucht es da nicht trotzdem, ich sage nochmal, Reformen, Neuerungen in der Parteiführung?
Jede Partei stellt sich auch fortlaufend in Frage, wir auch. Wir sind weit davon entfernt, unkritisch zu sein. Ich habe es gesagt, ein Minus ist ein Minus. Aber unser Fokus ist wirklich deutlich nach vorne gerichtet. Es geht um mehr als nur darum, ob wir das eine oder andere Prozent mehr machen. Es geht tatsächlich darum, in Europa und auch in Österreich, ob es uns jetzt gelingt, jedenfalls im Herbst, den Zug der Rechts- und Rechtsextremen aufzuhalten. Da geht es um mehr als nur um das eine oder andere Prozent mehr. Und das muss der Bevölkerung deutlich gemacht werden. Dafür treten wir auf, dafür werden wir kämpfen mit all unserem Engagement, weil auch die letzten Tage haben es wieder gezeigt, Klimaschutz zu alleroberst auf der Agenda steht, unter anderem. Aber mit dem gleichen Team. Johannes Rauch war das Gesundheitsminister der Grünen und damit zurück ins Studio. Dankeschön. Diese 10,5% wären eben ein Minus für die Grünen, aber die 10,5% in der Trendprognose für die NEOS, das wäre ein Plus. Also nehme ich an, dass die Freude recht groß ist bei Ihnen in der NEOS-Wahlzentrale, Julian Paschinger. Ja, so ist es. Die erste Trendumfrage hat hier großen Jubel und Begeisterung ausgelöst bei den Funktionären der NEOS. Das ist auch in gewisser Weise verständlich. Die NEOS haben ihr Wahlziel, ein zweites Mandat zu erreichen. Es scheinen es erreicht zu haben. Und es könnte sogar so sein, dass über 10% möglich sind. Das wäre erstmals ein zweistelliges Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl. Allerdings, vielleicht sind auch hier nicht alle ganz zufrieden, denn einzelne Umfragen haben die NEOS auch bei 15% schon gesehen. Fragen wir gleich nach bei stellvertretenden Parteichef und Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Ist das denn nun ein voller Erfolg oder wäre da mehr möglich gewesen? Die erste Prognose schaut sehr, sehr gut aus. Unser Wahlziel waren zwei Mandate, um noch mehr in Europa bewegen zu können. Und wir sehen nach jetzigem Stand, es gibt zwei Wahlgewinner, eine Partei, die in die Vergangenheit möchte und uns mit NEOS, die eine klare proeuropäische Vision gezeigt haben. Und ein herzliches Dankeschön allen Wählerinnen und Wählern, die uns als proeuropäische Kraft in Österreich gestärkt haben. Aber es waren ja sehr viele Wählerstimmen sozusagen am Markt. Bei der ÖVP gibt es offenbar Verluste von über 10%, bei den Grünen 3%. Sie haben jetzt 2% dazu gewonnen. Wäre da nicht mehr möglich gewesen? Wir haben am Beginn des Jahres bei ungefähr 7% begonnen in den Umfragen. Und es war eine echte Aufholjagd, die wir hier gestartet haben, mit einem großartigen Spitzenkandidaten, Helmut Brandstätter, der eine große Leidenschaft mitgebracht hat, aber vor allem auch eine Expertise und mit einer Vision, nämlich wir wollen hin zu den Vereinigten Staaten von Europa, um mehr europäische Integration zu leben, weil es gut für uns alle und vor allem für uns in Österreich ist. Wie sehr haben Sie denn von der Causa Schilling profitiert? Wie sehr hat das NEOS-Wahlergebnis vielleicht nach oben beeinflusst? Das ist schwer festzustellen. Auch im Laufe des Abends kann sich noch viel tun. Es ist ja erst einmal eine Prognose. Der Wahlabend ist noch lange und wir vergleichen uns hier auch nicht mit anderen Parteien oder mit den Grünen. Unser Wahlziel waren zwei Mandate. Wenn die Prognose so anhält, haben wir das Wahlziel übertroffen. Dann ist es das beste Ergebnis in der Geschichte von NEOS. Wir sind das erste Mal damit zweistellig bei einer nationalen Wahl und das ist großartig. Was bedeutet das jetzt für den Nationalratswahlkampf, wenn Sie dann einen Blick nach vorne werfen? Gilt es dort jetzt auch ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen? Es ist auf jeden Fall ein guter Rückenwind. Und für uns auch der Auftrag, so konsequent weiterzuarbeiten und auch klar zu sagen, was wir uns vorstellen. Und nicht nur in Europa sind auch Reformen notwendig, sondern insbesondere in Österreich. Und es ist unsere Aufgabe für die nächste Nationalratswahl, das aufzuzeigen. Und wir sind bereit, auch Verantwortung auf nationaler Ebene zu übernehmen. Bei den NEOS also alles angerichtet für eine große Wahlparty. Die Bäume wachsen aber auch nicht in den Himmel. Wir werden sehen, was der Wahlabend noch bringt. Damit zurück ins Studio. Dankeschön, Julian Paschinger. So laut der Jubel, dass er manchmal kaum zu verstehen war. Dafür möchte ich mich ganz kurz entschuldigen. Aber blicken wir weiter zur nächsten Partei. Auf dem Stimmzettel vertreten war bei dieser Europawahl ja auch die KPÖ. Sie konnte bei den Lokalwahlen, wenn Sie sich erinnern, zuletzt in Salzburg und Innsbruck ziemlich starke Ergebnisse einfahren. Diesmal aber scheitern wohl die Kommunisten an der 4%-Hürde. Es gibt noch eine Schwankungsbreite. Ganz fix ist das nicht, aber die 3% laut der aktuellen Trendprognose, die wären zu wenig. Jörg Hofer, Sie sind für uns bei den Kommunisten. Ist man da noch optimistisch? Glaubt man da noch dran? Der Jubel, wie die 3% angezeigt worden sind in der ORF-Wahlsendung, der war riesengroß, so wie jetzt.
Und natürlich haben diese Gemeinderatsergebnisse für die KPÖ einen Riesenaufwind bedeutet. Man hat das Gefühl, dass nach oben hin kein Plafond ist. Man möchte endlich auch bei nationalen Wahlen und eben auch bei der Europawahl ein Mandat erreichen. Bei mir ist jetzt der Bundesgeschäftsführer, der Bundessprecher der KPÖ, Tobias Schweiger. Herr Schweiger, wie sieht es denn aus? 3% in den Prognosen mit der Schwankungsbreite, wäre es ja noch möglich. Glauben Sie daran? Ich glaube vor allem, dass wir jetzt schon ein extrem gutes Ergebnis gemacht haben. Also es schaut so aus, als hätten wir das historisch beste Ergebnis seit über 50 Jahren auf nationaler Ebene. Und dieses EU-Wahlergebnis ist für uns ein großes Aufbruchssignal Richtung Nationalratswahl, wo wir natürlich hoffen, dass wir eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und Frieden ins Parlament bringen können. Kommunal hat es ja schon sehr gut funktioniert in Graz, in Salzburg. Ist die Europawahl die richtige Wahl für die KPÖ gewesen? Konnte man die Wähler da mobilisieren oder ist das eine Schwierigkeit? Ich glaube, jede Wahl ist die richtige Wahl für die KPÖ, wo es darum geht, dass man sich für leistbares Wohnen und soziale Gerechtigkeit einsetzen kann. Und das kann man natürlich bei der Europawahl auch. Aber Sie haben völlig recht. Also wir haben in Österreich und ganz Europa das Problem, dass immer mehr Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen werden. Aber gerade die Menschen, die es sozial am schwierigsten haben, das geringste Vertrauen haben, dass man im Europaparlament etwas verändern kann. Und das macht es natürlich schwierig, gerade Menschen, die für die KPÖ Sympathien haben oder umgekehrt für die KPÖ auch Politik macht, auch an die Wahlurne zu bringen bei der Europawahl. Aber umso besser ist dieses Signal eigentlich für den Herbst, weil wir davon ausgehen, dass diese Menschen bei der Nationalratswahl sehr wohl zur Wahlurne gehen werden. Und wir freuen uns dann auf ein dementsprechendes Ergebnis. 3% also in der Trendprognose für die KPÖ. Das ist immerhin eine Verdreifachung, auch wenn man an ein Mandat nicht glaubt. Das war Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ, und damit zurück ins ORF-Zentrum hingegangen. Berichtet uns also Jörg Hofer von der Wahlfeier der Kommunisten. Eine weitere Kleinpartei war ja schon auch noch auf dem Stimmzettel. Vergessen wir das nicht, die DNA, das steht für demokratisch, neutral, authentisch. 2,5% ist die Prognose aktuell für DNA. Das könnte sehr, sehr, sehr knapp werden, könnte sich eher nicht ausgehen für ein Mandat. Andreas Mayer-Bosch, bei Ihnen im EU-Haus ist die Spitzenkandidatin, soweit ich weiß. Gibt es eine erste Reaktion? Wir haben nicht die Spitzenkandidatin der DNA, auf die warten wir noch. Ich habe sie leider bisher noch nicht gesehen, aber ich habe dafür einen würdigen Ersatz. Wir haben den österreichischen EU-Kommissar, nämlich Johannes Hahn, seit über 14 Jahren jetzt eigentlich in der dritten Periode bereits in Brüssel als österreichischer EU-Kommissar im Dienst. Und ich frage Sie, welche Bedeutung hat denn der Ausgang der Europawahl, und zwar nicht nur in Österreich, sondern der Wahl zum Europäischen Parlament für die nächste EU-Kommission? Also zunächst übrigens, ich bin mehrfach geimpft, also das nur zum Unterscheiden. Der Ausgang der Europawahl hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Kommission. Allerdings in den meisten Ländern werden die Kandidatinnen und Kandidaten für diese Funktion von den Regierungen nominiert. Jetzt haben wir zwar erst Trendprognosen, aber der Trend ist eindeutig. Das Schwergewicht verlagert sich Richtung rechts. Rechtspopulisten, teilweise Rechtsextreme. Gibt es in der Europäischen Union im Parlament dann noch Mehrheiten für konstruktive Kräfte oder muss man schon damit rechnen, dass vom Europaparlament bis hin auch zur Arbeit in der Kommission die Blockade oder wirklich kreatives Zusammenarbeiten doch deutlich schwieriger wird nach dieser Europawahl? Also, wie gesagt, wir bewegen uns im Bereich der Vorhersagen oder der Hochrechnungen oder der Umfragen, aber nach allen Szenarien, die vor der Wahl auch bekannt waren, wird es eine signifikante Mehrheit der konstruktiven Kräfte geben. Aber keine Frage, die Arbeit im Europäischen Parlament wird nicht leichter, denn im Gegensatz zu nationalen Parlamenten gibt es ja im Europaparlament keinen Clubzwang oder keine sozusagen Cluborientierung. Auch die Kommission, die ja die Vorschläge unterbreiten muss für neue Regeln, muss sich für jede Regel, für jeden Vorschlag Mehrheiten suchen. Also insofern würde ich sagen, gibt es eine Fortsetzung von bisher, aber insgesamt überwiegen die proeuropäischen Kräfte doch sehr deutlich. Wen wünschen Sie sich denn als Kommissionspräsidentin oder Präsidentin? Das Europaparlament wird möglicherweise schon in etwa einem Monat auch über den zukünftigen Präsidentenjob entscheiden.
Na gut, das ist jetzt nicht wirklich eine Elferfrage. Ich gehöre der Partei Ursula von der Leyen an. Nach allem, was man hört, was man vorhergesagt hat, wird meine Partei, die Europäische Volkspartei, die mit Abstand stärkste Kraft sein. Ungefähr die Hälfte der europäischen Regierungschefs gehören der Europäischen Volkspartei an. Also ich gehe davon aus, dass wie geplant Ursula von der Leyen als nächste Kommissionspräsidentin vorgeschlagen wird. Sie werden der nächsten EU-Kommission nicht mehr angehören. Die österreichische Bundesregierung ist sich noch nicht ganz einig, wen sie als Kommissar, Kommissarin vorschlagen will. Da ist auch schon die Rede vom Postenschacher seitens der Kritiker. Sollte die österreichische Regierung möglichst bald eine Person vorschlagen für die nächste Kommission? Ja, der österreichischen Regierung wird nichts anderes übrig bleiben, hier einen Vorschlag zu unterbreiten. Und zwar diese Regierung, ob das jetzt noch vor oder nach der Wahl ist. Denn ich gehe davon aus, dass der nächste Präsident, die nächste Präsidentin noch im Juli nominiert wird. Spätestens bis Ende August sind dann die Vorschläge zu unterbreiten. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Nominierung nicht im Juli stattfindet, sondern erst im September, ändert es auch nichts daran, dass entsprechend der österreichischen Regeln, dass die Regierung mit Einstimmigkeit einen Vorschlag zu unterbreiten hat, das österreichische Parlament ein Hearing zu machen hat und dann für den oder die Kandidatin eine Zusage gibt, ja oder nein, und dann ist zu nominieren. Aber Österreich muss das tun, weil eben hier von außerhalb ein gewisser Druck entsteht. Vielen Dank, Herr EU-Kommissar Hahn, für diese erste Bewertung aus Sicht der Europäischen Kommission. Und damit zurück ins Studio auf den Königlberg. Ich bedanke mich bei Ihnen. Andreas Mayer-Bosch war das aus dem EU-Haus in der Wiener Innenstadt. Und jetzt hat wieder Peter Unger aus der ZIP Innenpolitik Platz genommen bei uns im Studio. Also ziehen wir mal eine kurze Bilanz, machen wir einen Strich drunter. Allem Anschein nach, ziemlich sicher, erreicht die FPÖ also tatsächlich erstmals bei einer bundesweiten Wahl Platz 1. Was bedeutet das für die Nationalratswahl? Ist das ein Vorteil? Also ich würde mal sagen, diese 27% jetzt nach der Trendprognose sind ziemlich, es ist ziemlich gut gelaufen für die FPÖ. Es ist nicht zu viel, das heißt keine Gmadewiesen sozusagen im Herbst. Die anderen Parteien können dieses Schreckgespenst der Rechten nicht ganz so stark ausspielen. Und inhaltlich ist das natürlich ein Denkzettel für die Corona-Politik, für die Teuerungs-, die Antiteuerungspolitik. Also die FPÖ hat jetzt den Beweis, wir können Platz 1 schaffen und wir mit den Themen, auf die wir setzen. Der dritte Nationalratspräsident und frühere Bundesparteiobmann der Freiheitlichen, Norbert Hofer, hat auch schon eine Reaktion abgegeben. Die haben wir eingefangen und die können wir uns jetzt gleich noch anhören. Ausschlaggebend war ein perfektes Zusammenspiel des Bundesparteiobmanns mit dem Spitzenkandidaten, mit dem Wahlkampfleiter, mit den Generalsekretären. Das hat alles gepasst und natürlich auch die Themenlage, wo man über viele Monate hinweg die richtigen Themen angesprochen hat. Also natürlich auch Norbert Hofer zufrieden mit diesem höchstwahrscheinlichen Wahlsieg für die Freiheitlichen. Kommen wir zu den weiteren Parteien. Peter Unger, für Andreas Babler war es ja auch gar nicht unkritisch. Es war nämlich die erste bundesweite Wahl, seit er an der Spitze der Sozialdemokraten steht. Jetzt könnte es Platz 2 sein, jetzt könnte es Platz 3 sein. Also was bedeutet dieser Wahlausgang für die Roten? Andreas Schieder hat heute bei seiner Stimmabgabe der Spitzenkandidat gemeint oder kritisiert, dass es so ein themenarmer Wahlkampf gewesen sei. Und jetzt haben wir gehört, die Themenlage habe nicht für die SPÖ eingezahlt. Da ist die Partei schon ein Stück weit selbst schuld, denn man wählt als Partei die Themen aus, auf die man setzt. Andreas Babler hat ja seinen Plan mit Herz und Hirn, nennt er ihn, bereits vorgelegt. Und der muss sich jetzt fragen, sind das die Themen, mit denen er sein Ziel erreichen kann? Er will ja Bundeskanzler werden, die SPÖ bleibt auch dabei. Das werden wir sehen. Und die Frage ist, welche Position hat die SPÖ in der Migrationszuwanderungsfrage, die wieder ganz wichtig bei den Wählerinnen und Wählern war? Da war eine bemerkenswerte Aussage von Klubobmann Kucher vor 2-3 Tagen, dass man nämlich die Abschiebung von Gefährdern und Straftätern nach Afghanistan und Syrien sich vorstellen kann. Ob man mit der
Kopie der FPÖ-Positionen da weit kommt. Wir werden sehen. Das wird natürlich interessant zu beobachten sein, was dieser Erfolg der FPÖ dann für den Kurs der anderen Parteien bedeutet, ob man in dieselbe Richtung einschlagen will. Ganz gewiss ist die ÖVP gar nicht so weit entfernt von den Freiheitlichen, wenn es eben um die Asylfragen geht, um die Asylpolitik. Aber die Volkspartei hat jetzt vielleicht auch noch andere Fragen zuerst zu klären. Sie könnte nur auf Platz 3 landen, hat jedenfalls ein dickes Minus zu verkraften. Was heißt das für die kommenden Wochen, für politisches Personal, was auch immer? Natürlich ist das schwer zu verkraften, wenn ein Minus zweistellig ist, aber wir haben es auch gehört vom Generalsekretär Stocker, Karl Nehammer wird fest im Sattel sitzen. Das wäre auch schon ein zu kurzer Zeitraum bis zur Nationalratswahl, die wohl Ende September stattfinden wird, um jetzt den Spitzenkandidaten oder den Parteichef auszutauschen. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Außerdem gibt es ja doch noch so etwas wie einen Kanzlerbonus. Die Frage ist, wie oft hat den Karl Nehammer ausspielen können? Also in der Personalfrage, glaube ich, wird Karl Nehammer die ÖVP da in die Wahl führen. Inhaltlich, wir haben es gehört, einerseits hat der Generalsekretär heute gemeint, das ist eine EU-Wahl, das ist eine andere Wahl. Und andererseits spricht er dann von der Aufholjagd, die heute begonnen hat. 3,5% sind es nach der Trendprognose. Das ist doch ein dickes Stück Holz. Jetzt unterbrechen wir ganz kurz, ich komme gleich zu Ihnen zurück, aber ich habe gerade aus der Regie gehört, meine Damen und Herren, dass wir jetzt dann doch eine erste Stellungnahme von der Kleinpartei DNA haben können und das wollen wir gleich hören. Wir gehen noch einmal ins EU-Haus zu Andreas Mayer-Bohusch, bitte. Ja, ich habe jetzt die Chefin der DNA bei mir, Frau Huber-Mock. 2,5% ist ein respektables Ergebnis für jemanden, der so spät erst in die Politik und in diesen Wahlkampf eingestiegen ist, trotzdem deutlich am Ziel vorbei. Es wird keinen Einzug ins Europaparlament geben. Warum? Ja, also ich würde gern noch einmal das endgültige Ergebnis um 23 Uhr abwarten. Und ich denke, es ist durchaus auch dem geschuldet, dass gerade bei einer EU-Wahl, die ja doch anders ist als eine Nationalratswahl, die zwei anderen kleinen Gruppen mit mir, die KPÖ und eben unsere DNA, niemals eingeladen waren bei den Elefantenrunden. Wir haben, wenn ich denn dann doch in der Pressestunde gesprochen habe oder auch bei einem Privatsender unlängst am Donnerstag noch mit der Lena Schilling in einem Duell war, ganz viel Feedback bekommen, dass die Leute gerne früher von mir gehört hätten, mehr von mir gehört hätten und vor allem unsere Lösungen auch. Aber einer der Kritikpunkte an Ihrem Programm war ja auch immer, dass Sie nicht genug unterscheidbar zum FPÖ-Programm wären. Jetzt hat die FPÖ massiv zugelegt, etwa plus 9%. Bei Ihnen hat es nicht gereicht. Also war da nicht zu wenig auch Unterscheidung vielleicht zum Platzhirsch der Freiheitlichen Partei? Bei mir ist es eben so, dass ich ganz neu in die Politik komme und dass es bei mir um die Lösungen geht und darum, dass man sich wirklich auch mit dem gemeinsamen Nennerprinzip hier mit anderen Parteien eben zusammengefunden hätte oder auch mit anderen Members of European Parliament zusammengearbeitet hätte. Und manchmal ist es so, dass Leute einfach sagen, die blaue Partei, FPÖ, wollen sie nicht wählen. Und das sind eben durchaus auch Stimmen, die wir heute sicher bekommen haben. Sie haben im Vorfeld der Wahl gesagt, Sie wollen ins Europaparlament. Die Innenpolitik interessiert Sie nicht. Bleiben Sie dabei oder kann, muss man, darf man bei der Nationalratswahl vielleicht schon mit der DNA oder mit Ihnen rechnen? Also aufgrund der internationalen Vernetzung, die ich habe, wäre ich wirklich gerne im Europaparlament, im EU-Parlament eingezogen. Ich sage einmal so, die DNA wird nicht bei den Nationalratswahlen zur Wahl stehen, aber ich möchte weiterhin für die österreichische Bevölkerung da sein und es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, wie weit ich politisch auch aktiv bleiben werde. Frau Mock, danke für diese erste Reaktion zur vorläufigen Trendprognose. Dankeschön. Danke, Andreas Mayer-Bohusch. Und wir gehen gleich weiter. Noch einmal zu Julian Paschinger in die Wahlzentrale, in die Parteizentrale auch der NEOS. Denn dort ist die prominenteste Vertreterin der Partei jetzt zu Gast bei dir, Julian. Ja, bei mir ist jetzt Parteichefin Beate Meindl-Reisinger. Frau Meindl-Reisinger, wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit diesem Ergebnis? 10,5%, das hat es noch nie gegeben für die NEOS bei einer Bundeswahl. Ja, richtig. Das ist ein großartiges Ergebnis. Es ist das beste Ergebnis, das NEOS je hatte. Und es ist ganz klar, es gibt zwei Gewinner bei dieser Wahl. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir auch zweistellig geworden sind. Die FPÖ hat gewonnen, das war klar, dass das für die Nationalisten so ein Ergebnis sein wird. Aber wir haben auch gewonnen mit einem positiven Gegenprogramm, mit einer klaren Vision und mit einem sehr positiven Wahlkampf. Und diesen Schwung werden wir mitnehmen. Die Arbeit geht fort, weil auch im Herbst brauchen wir eine positive Vision, klare Botschaften und eine Partei, die die Ärmel hochkrempelt und die Energie hat, in Richtung Zukunft zu arbeiten. Und das sind wir.
Aber ist es nicht wieder ein Stück weit so, dass man in Umfragen eigentlich doch noch besser gelegen ist und man das jetzt wieder nicht ganz auf den Boden bringen konnte? Bis zu 15% hat es in einzelnen Umfragen geheißen, könnten die NEOS landen. Ja gut, aber wer glaubt denn diese Umfragen? Ich sage Ihnen immer, diese Umfragen, die da teilweise kursiert sind, man soll immer dran riechen, aber nicht davon trinken. Wir haben uns das ja angeschaut, im Jänner waren wir noch bei 7%. Das heißt, wir haben einen wirklich großartigen Wahlkampf gemacht mit einem Spitzenteam hier auch. Ja, das ist nämlich nicht nur, also der Helmut Brandstätter war großartiger Spitzenkandidat. Die Anna Stürk, eine tolle junge Frau, mit der wir jetzt mit einem zweiten Mandat auch eine starke Stimme in Europa sein werden. Aber das ist immer eine Teamleistung. Es hat alles wunderbar geklappt. Wir waren viel unterwegs in vielen Gemeinden in Österreich und diesen Schwung werden wir mitnehmen. Wir werden auch im Herbst zu den Gewinnern zählen. Vielen Dank und damit zurück ins Studio. Dankeschön, Julian Paschinger. Peter Unger, äußerst optimistisch, natürlich muss sie sein, die pinke Spitzenfrau. Ist dieser Optimismus begründet und belastbar Ihrer Einschätzung nach? Ja, ich finde, die NEOS haben diesen Erfolg heute aus NEOS Sicht gebraucht wie einen Bissen Brot. Denn zuletzt Innsbruck, Salzburg hat es Misserfolge gegeben. Also man war sozusagen auf der Talfahrt und das war jetzt schon eine Trendwende. Und die NEOS hatten ja wirklich eine Positionierung, die sehr im Gegensatz zu den anderen Parteien waren. Die Vereinigten Staaten von Europa, die EU-Armee, die da eine Berufsarmee, also ein sehr, sehr pro-europäischer Kurs, sehr, sehr sachlich, der Spitzenkandidat. Man hat ihm irgendwie abgenommen, dass er für die EU brennt. Und ja, man nimmt das wohl auch der Frau Meindl-Reisinger ab. Die Themen Bildung, auf die NEOS setzen. Also ein Erfolg für die NEOS, der sicher Rückenwind geben wird. Die zweite Partei, die in der Trendprognose 10,5% hat, das sind die Grünen. Für die ist dieser Wert ein Minus. Aber manche hätten sich vielleicht sogar ein größeres Minus erwartet als die Chat-Affäre um Lena Schilling ausgebrochen ist, also blaues Auge oder wie würden Sie es beschreiben? Ja, das trifft es ziemlich gut, würde ich sagen. Manche haben ja wirklich vorhergesagt, dass die Grünen bei einem Mandat nur landen können. Sie hatten drei, jetzt sind es zwei geworden. Das bedeutet, Thomas Weitz, dieser profilierte EU-Politiker, der Co-Chef der europäischen Grünen, der hat auch sein Mandat sicher gemeinsam mit Lena Schilling wieder ins EU-Parlament einziehen. Also die Grünen sind wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Man muss auch an 2019 zurückdenken. Damals war die Klimabewegung am Höhepunkt, Fridays for Future, die großen Demos. Dazwischen liegen viele, viele Krisen. Das heißt, dieses Mal war das Thema Klima nicht schon wichtig, aber nicht ganz oben. Das ist wieder von der Zuwanderung abgelöst worden. Also die Themenlage war jetzt auch nicht optimal für die Grünen. Richtung Herbst ein blaues Auge, aber trotzdem schwierig, denn die Grünen sind ja in einer Regierung mit der ÖVP, mussten da vieles mittragen, was ihre Wählerschaft vielleicht nicht gut findet. Und ja, auch damit umzugehen, ist ein schwerer Rucksack. Es kommen jetzt laufend Reaktionen zu uns geliefert, zum Beispiel auch aus dem sozusagen aus der Republikshälfte, was früher vielleicht einmal, auf jeden Fall aus der ÖVP. Die ÖVP-nahe Seniorinnenvertreterin Inge Korsek hat sich offenbar auch zu Wort gemeldet. Warten wir das Ergebnis ab, aber Open-Debatte wird sicher nicht. Aber kann man als selbst oft so bezeichnete Europapartei mit Platz 2 zufrieden sein? So ist das Leben. Schauen Sie, ich habe schon so viele Wahlkämpfe mitgemacht innerhalb von 40 Jahren. Also ich kenne die Ups und die Downs und ich muss sagen, schauen wir uns das Endergebnis an. Jetzt sieht man die Nummer 2. Es kann sich noch einiges ändern. Es kann sich noch einiges ändern, aber nicht mehr ändern wird sich, dass die ÖVP den Platz 1 bei dieser Europawahl verloren hat. Das ist ganz klar. Also kann man sich das schönreden? Es ist das schlechteste Ergebnis für die ÖVP bei einer EU-Wahl. Erinnern wir uns zurück an 2019. Damals, Sie werden sich noch gut daran erinnern, war Ibiza. Am nächsten Tag stand die Abwahl von Sebastian Kurz sozusagen auf dem Programm. Es war eine hochpolarisierte, hochpolitisierte Gesellschaft damals. Und es war eben Sebastian Kurz, der die ÖVP, das war damals das dominante Wahlmotiv, obwohl er gar nicht angetreten ist, eben zu diesen fast 35% geführt hat. Jetzt sind es 23 oder 23,5 nach der Trendprognose und es ist Karl Nehammer. Also schönreden aus ÖVP-Perspektive
Perspektive möglich, aber wenig glaubwürdig. Dankeschön, Peter Unger. Für den Moment Wahlmotive haben Sie gerade gesagt. Und ich bin mir zwar gerade nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass das auch ein Stichwort sein könnte, um wieder zu dir und zu Peter Filzmeier zu gehen. Susanne, ich hoffe, ihr seid bereit und könnt übernehmen. So ist es, Tobias. Ja, Motive, das ist gleich unser Stichwort. Wir haben jetzt viele Reaktionen aus den Parteizentralen gehört, auch was die jeweiligen Parteien aus diesem Ergebnis mitnehmen wollen in die Nationalratswahlen. Alles begleitet von lautem Jubel. Gehen wir jetzt quasi noch einen Schritt zurück, nämlich zur Wahlentscheidung. Das haben Sie sich natürlich angeschaut. Aus welchen Motiven haben die Wählerinnen und Wähler ihre jeweilige Partei gewählt? Und wir beginnen gleich bei der FPÖ nach derzeitiger Trendprognose ja bei 27% mit einem satten Plus von fast 10 Prozentpunkten. Was hat denn die Wählerinnen und Wähler besonders von der FPÖ überzeugt? Generell gilt, es war entgegen der Fokussierung der Medien auf Köpfe eine Themenwahl und keine Personenwahl. Bei allen Parteien waren die inhaltlichen Standpunkte der jeweiligen Partei das Top-Wahlmotiv. So auch bei der FPÖ. 40% haben das genannt. An zweiter Stelle, aber mit deutlichstem Abstand, die Alternativlosigkeit. Aus Sicht von FPÖ-Wählerinnen und Wählern keine andere Partei wählbar. Auch ein Protestmotiv gegen die Regierung wohl beim Bereich Innenpolitik. Ein gewisser, aber nicht überragend großer Stammwähleranteil und erst auf Platz 5 im Vergleich dazu die Glaubwürdigkeit. Man wundert sich jetzt vielleicht, warum der Spitzenkandidat Harald Wilimski hier nicht vorkommt. Das hat einen Grund. Hier sind die Top 5 Gründe, die genannt wurden. Und da ist er unten aus der Grafik rausgepurzelt. Er war nur für 3% der FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler ein Wahlmotiv. Man muss dazu allerdings ergänzen, wir haben bewusst, um die Sache zuzuspitzen, nach dem Hauptgrund gefragt, warum die jeweiligen Parteianhänger für eine Partei waren. Selbstverständlich gibt es einen zweiten, dritten bis zu fünften oder zehnten Grund. Und da war Harald Wilimski nicht bei den Top 5 Hauptgründen dabei. Spitzenkandidat ist schon ein Stichwort. Schauen wir uns an, sozusagen, ob die bei anderen Parteien die Wählerinnen und Wähler überzeugt hat, dieser Partei die Stimme zu geben. Machen wir gleich weiter mit der ÖVP. Nach derzeitiger Trendprognose liegt die bei 23,5% mit einem ziemlich satten Minus von 11 Prozentpunkten. Aber auch hier sehen wir, wenn auch nicht ganz so deutlich, Inhalt vor Spitzenkandidat. Auch hier ist der Spitzenkandidat nicht unter den Top 5 Wahlmotiven für die Parteianhänger gewesen. Die inhaltlichen Standpunkte mit 28% führend, da ist auch das Wirtschaftsthema sehr stark enthalten, so wie es vorher bei der FPÖ Zuwanderung war. Allerdings ist schon bemerkenswert, dass die ÖVP hier niedrigere Werte hat beim Wahlmotiv Inhalt als die anderen Parteien. Und das liegt aus meiner Sicht auch daran, dass man einen Ja-Aber-Wahlkampf, Europa aber besser war, plakatiert geführt hat. Das macht natürlich eine Inhalt Fokussierung im Sinn einfacher Kommunikation schwierig. Der Stammwähleranteil ist bei der ÖVP viel größer. Das gilt auch für die SPÖ. Das sind die beiden Parteien, die vor allem von älteren Wählerinnen und Wählern gewählt werden. Heißt aber auch, dass die ÖVP hier ziemlich reduziert wurde. Und wir wandern erst am besten gleich weiter zur SPÖ und was deren Wahlmotive sind. Und ich habe mir das ja vorher angeschaut, ist keine Überraschung, auch da sind die Inhalte an erster Stelle, dann wiederum der Stammwähleranteil und auch Andreas Schieder hat es nicht unter die Top 5 Wahlmotive geschafft. Das Zeichen gegen Rechtsessen steht zwar hier an fünfter Stelle, wurde jetzt auch von der SPÖ-Geschäftsführung in ersten Stellungnahmen betont für die Nationalratswahl. Man hat es aber nicht geschafft, das zum Top-Wahlmotiv zu machen. Das kam ja auch im Wahlkampf gar nicht so prominent vor. Die Spitzenkandidaten haben wir jetzt nie unter den Top 5 Punkten gesehen, unter den Top 5 Motiven. Wie schaut das bei den Grünen aus? Die hatten auch ihre liebe Not mit ihrer Spitzenkandidatin. Hat sich das hier ausgewirkt? Nein, sie war ebenfalls kein zentrales Wahlmotiv. Wir haben jetzt für Grüne und Neos keine Grafik, weil die als kleinere Parteien auch einen kleineren Anteil in der Stichprobe von Befragungspersonen haben. Deshalb kann man das nicht punktgenau in Prozent sagen. Aber bei den Grünen war die Themenorientierung sowieso am allergrößten mit dem Umweltthema. Bei den Neos waren es proeuropäische Themen, die im Mittelpunkt standen, nicht die Spitzenkandidatin. Und um vielleicht zu ergänzen, generell der Schilling-Faktor in dieser Wahl hat eine gewisse Rolle gespielt. Jeder Zehnte etwa hat gesagt, man hat sich da in der Wahlentscheidung, egal jetzt für wen, doch entscheidender beeinflussen lassen. Nur, das ging nicht alles zugunsten irgendeiner Partei. Da waren ein paar von der SPÖ-Partei, ein paar von den Neos, haben also die Grünen Stimmen verloren. Es gab aber auch ein paar Solidarisierungsstimmen für die Grünen wegen des Wahlschillings. Es war nicht das dominante Wahlmotiv und damit kann man es für heute eigentlich auch schon wieder abschließen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Stimme zu welcher Partei aus welchem Grund gegangen ist. Wollen wir aber auch kurz auch über die Wahlbeteiligung
Verteidigung heute sprechen. Wir haben gehört, die Österreicher sind sehr EU-kritisch immer noch, aber dennoch gehen sie dann doch ins Wahllokal und wollen mitbestimmen beim EU-Parlament. Man muss jetzt zunächst ergänzen, so wie alle Wahlprognosen umfragegestützt sind, deshalb ja Trendprognose und nicht Hochrechnung, gilt das natürlich auch für die Wahlbeteiligung. Wir haben derzeit eine Prognose von rund 2/3 Wahlbeteiligung. Das ist aber in der Tat bemerkenswert hoch, denn nur beim Reiz des ersten Wahls, bei der ersten EU-Wahl 1996 war es in einem ähnlichen Bereich. Beim letzten Mal hatten wir 60%, da hat man aber gesagt, innenpolitisch dramatische Situation nach dem Ende der Koalition damals von ÖVP und FPÖ. Und davor gab es Wahlen mit einmal einer Wahlbeteiligung von sogar nur 42%. Jetzt haben wir ein Zuwachsen zum letzten Mal. Es liegt aber schon auch daran, dass diese Wahl eben als Testwahl für die Nationalratswahl gesehen wird. Und wir werden das später in der Sendung noch bringen. Es wollte auch ein höherer Wähleranteil ein innenpolitisches Zeichen setzen. Darüber werden wir noch sprechen. Innenpolitik ist natürlich das Thema. Wir schauen gleich wieder in die nächsten Parteizentralen und damit auch vorher zu dir, Tobias. Ja genau, ein Wahlabend ist ja auch deshalb so spannend, weil es um Sieg und Niederlage geht, weil es Gewinnerinnen und Verliererinnen gibt. Und eine Verliererin ist heute ganz gewiss die Volkspartei. Die muss laut der aktuellen Trendprognose ein 11% Minus hinnehmen. Matthias Westhoff, Sie stehen jetzt vor der Lichtenfelsgasse, wie die ÖVP-Parteizentrale auch oft genannt wird. Jetzt ist der erste Schock vielleicht so ein bisschen verdaut, hat sich gesetzt. Wie würden Sie die Stimmung jetzt beschreiben? Naja, ich glaube noch nicht so ganz, dass der Schock wirklich verdaut ist. Das kann man auch daran ablesen, dass ja bei der ersten Trendprognose um 17 Uhr de facto die gesamte Regierungsmannschaft der ÖVP mit Ausnahme des Bundeskanzlers hier anwesend war. Ich habe da versucht, mehrere Interviews zu bekommen, zum Beispiel mit Europaministerin Caroline Edtstadler oder Außenminister Alexander Schallenberg, die ja beide auch im Gespräch waren für diese Spitzenkandidatur, die letztlich dann Reinhold Lopatka übernommen hat. Die wollten gar kein Interview geben mit dem Verweis, warten wir mal das Ergebnis ab. Einen habe ich dann doch noch vors Mikro bekommen, nämlich den ÖVP-Wien-Chef Karl Mager. Und da können wir ganz kurz uns anhören, was der gesagt hat. Eines ist klar, das Jahr 2019, der Ibiza-Skandal der FPÖ und die damalige politische Lage in Österreich lassen sich mit der politischen Lage hier 2024 in Österreich nicht mehr vergleichen. Das ist ein Vergleich, der gar nicht zulässig ist. Für uns ist eins ganz klar. Die Umfragen, mit denen teilweise auch Politik gemacht worden ist, hat die Volkspartei im Wesentlichen in zahlreichen Umfragen auf unter 20% gesehen. Wir sind heute in einer Situation, wo wir laut Trendprognosen um den zweiten Platz kämpfen. Also da sieht man schon eindeutig, dass man versucht, hier dieses wirklich historische Minus der ÖVP, das hat es überhaupt noch nie gegeben bei einer Bundeswahl, ein zweistelliges Minus, umzudeuten, kleinzureden. Eine Frage, die ich ihm dann auch noch gestellt habe, ob er mit einer Obmann-Debatte bei den Vorstandssitzungen in den nächsten Tagen rechnet, das sagt er und alle anderen, mit denen ich heute gesprochen habe, klar nein. Damit zurück ins Studio zu Tobias Pötzelsberger. Danke sehr, Matthias Westhoff, für diese Einschätzungen für den Moment. Und bei mir im Studio hat jetzt wieder Platz genommen Peter Fritz. Vielleicht weiten wir den Blick jetzt wieder ein wenig auf ganz Europa, auf das große Ganze. Wir sehen in Österreich auch eine ziemlich breite politische Landschaft. Auf der einen Seite die FPÖ, die das heute wohl gewinnen wird. Auf der anderen Seite die KPÖ, die ein für ihre Verhältnisse durchaus respektables Ergebnis eingefahren hat. Und das kann man eigentlich auch umlegen auf ganz Europa. Wir haben in Paris den wahnsinnigen Pro-Europäer Emmanuel Macron. Wir haben Viktor Orban in Budapest, der sehr skeptisch ist. Inmitten dieser Gemengelage wird es da nicht immer schwieriger, Europa zu lenken? Macron in Paris wird wahrscheinlich heute auch eine Niederlage einfahren, wird wahrscheinlich heute auch einiges an Stimmen und Mandaten abgeben müssen an Marine Le Pen, also an ganz rechts. Aber es ist jetzt nicht gesagt, dass alle, die irgendwo am rechten Rand sind, dann gar nicht mehr mitspielen in der EU. Das trifft auch auf Viktor Orban zu. Der hat ja auch deshalb, weil ungefähr 4% seines Budgets aus Brüsseler Töpfen kommen, dann im Endeffekt immer ein Stück weit zumindest eingelenkt. Wenn es eng wurde für ihn und für Ungarn, dann hat er irgendwelche Reformschritte gesetzt, so
oder zum Teil so zumindest, wie sie Brüssel verlangt hat, und ist damit eben diesem Problem entgangen, dass man ihm entweder Geld gesperrt hätte oder vielleicht im Extremfall sogar die Stimme gesperrt hätte im Europäischen Rat. Europa ist ja ziemlich unterschiedlich, das sieht man daran. Das sieht man aber auch an der Tatsache, dass die Wahlen sich jetzt so lang strecken, eigentlich über mehrere Tage. Warum ist denn das so? Ist das Tradition quasi? Ja, es ist eigentlich keine europäische Wahl, das muss man offen sagen. Es ist eine Wahl, die in Europa in 27 Staaten stattfindet, nach den jeweiligen Regeln, die für Wahlen in diesen 27 Staaten gelten. Und da sind eben auch ganz unterschiedliche Einteilungen zu beobachten. Und da sind die Spielregeln jeweils auch unterschiedlich. Also die Vereinigten Staaten von Europa, die waren zwar irgendwann für die Gründer vielleicht ein Langfristziel, aber auf dem Weg dorthin sind wir noch nicht einmal am halben Weg. Mhm. Diese Wahl markiert auch einen ziemlichen Bruch für ganz, ganz viele Leute, die auch in der Kommission arbeiten. Also nicht nur für das Europäische Parlament endet und beginnt eine neue Legislaturperiode, sondern auch für die Kommission. Da beginnt ja jetzt wirklich ein großes Sesselrücken, oder wenn man nicht nur an die Politikerinnen und Politiker, sondern auch an die Mitarbeiter und so denkt. Ja, also die Beamten, die bleiben weitestgehend gleich, aber natürlich wird ihr Gefüge auch durcheinander gewürfelt, dadurch, dass die obersten politischen Verantwortlichen, also Kommissionspräsidentin, sagen wir mal, wenn Ursula von der Leyen weitermacht, und die Kommissarinnen und Kommissare ja entweder neu ins Amt kommen oder mit neuen Ideen jetzt eine neue Periode angehen. Also da wird noch einmal von vorne begonnen, da wird versucht, auch neue, andere Akzente zu setzen. Und ein bisschen wird man dann schon auch Rücksicht nehmen auf die politischen Willensbildungen, die sich eben jetzt auch in dieser Europawahl abzeichnen. Also wenn ganz Europa ein Stückchen nach rechts rückt, dann wird man das in irgendeiner Form sicher auch in Brüssel und in den EU-weiten Institutionen abgebildet sehen. Und letzte Frage noch ganz kurz. Heute um 23 Uhr sperrt das letzte Wahllokal in Italien zu. Wie geht es dann weiter? Was steht eigentlich für das Parlament etc. In den nächsten Wochen und Monaten an? Wenn einmal klar ist, und irgendwann nach 23 Uhr wird es klar sein, wer in dieses Parlament einzieht, wer diese 720 Abgeordneten sind, dann müssen die einmal sich konstituieren in ihren Gruppen, also Fraktionen würde man sagen auf Deutsch. Dann finden sich eben Gruppierungen zusammen, und besonders interessant wird sein, wie sortiert sich der rechte Rand neu, wie geht es im rechten Spektrum weiter, finden da die großen Leitfiguren Giorgia Meloni aus Italien, Marine Le Pen zusammen in einer einheitlichen Fraktion. Was bedeutet das für die AfD aus Deutschland, was bedeutet das für die FPÖ aus Österreich, die jetzt dort eher draußen sind, von der Marine Le Pen aus betrachtet. Also da wird es besonders spannend, und da geht es dann schon am 18. Juli voraussichtlich an die Wahl der EU-Kommissionspräsidentin. Ich nehme mal an, Ursula von der Leyen wird wieder kandidieren. Bei der letzten Wahl war es sehr, sehr knapp für sie. Sie wird wahrscheinlich jetzt auch irgendwelche Zugeständnisse machen müssen, um auch weiter rechts nach Stimmen fischen zu können. Und aus dem Europaparlament und der großen sozusagen europäischen Bühne kehren wir jetzt wieder zurück für den Moment. Danke, Peter Fritz, nach Österreich. Denn, wie ich aus der Regie höre, haben wir eine neue Stimme aus der FPÖ zu hören. Wenn es tatsächlich wahr ist, Claudia Dannhauser würde ich da jetzt suchen in diesem Bild. Aber ja, da sind viele Leute, nur keine Claudia Dannhauser. Frau Dannhauser, hören Sie mich denn zumindest schon? Oder nicht? Ah, wie sie gerufen wurde, ist sie auch schon da, wenn man mit der Sonne spricht. Aber jetzt ist es mir klar, Claudia Dannhauser kann uns nicht hören, und deshalb ist da ein bisschen Hektik ausgebrochen. Ah, es ist ein bisschen eng hier. Jetzt ist die Tonleitung wieder zustande gekommen. Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, okay. Frau Dannhauser, wir hören Sie, und Sie sind auch schon auf Sendung. Deshalb wollte ich bei Ihnen nachfragen, was tut sich denn bei den Freiheitlichen? Irgendwie schaut es im Hintergrund schon sehr nach Feierstimmung aus, weil die Partei Platz 1 wohl erreichen wird, oder? Ja, da wird schon eifrig gefeiert, da werden immer mehr Leute, es kommen frühere aktuelle Funktionäre, es ist von Anfang an auch gleich da gewesen, der dritte Nationalratspräsident. Es wird hier viel gefeiert, manche sind aber auch nicht so ganz sicher, ob es so gut ist, dass es ein deutliches Ergebnis wird. Man hätte sich so quasi Ansporn erwartet, dass die Funktionäre für den Herbst vermehrt laufen, aber natürlich feiert man da mit großem Elan den ersten Platz.
auch wenn es nach der derzeitigen Prognose ja nicht das allerbeste EU-Ergebnis der FPÖ ist. Das hat 1995 Jörg Haider eingefahren. Das war ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Also, und Platz 1 bei einer Bundeswahl hat es eben noch nie gegeben. Und das wird von den Funktionären hier kräftig gefeiert. Wie geht dieser Abend noch weiter? Journalistinnen und Journalisten sind ja da nicht mehr so lange zugelassen bei Ihnen, oder? Nein, aber das weiß man noch nicht so genau. Es kommt darauf an, wann Parteichef Herbert Kickl hier in das Lokal, das dagegen über dem Wiener Rathaus ist, kommt. Dann dürfen wir noch die Rede von Herbert Kickl an seine Parteifreunde anhören und dann ist für uns Dienstschluss, wurde uns mitgeteilt. Also dann dürfen wir nicht mehr im Lokal sein. Wir können dann nur noch von davor berichten, aber wer weiß, vielleicht kommt er erst sehr spät. Das offizielle Ergebnis gibt es ja erst gegen 23 Uhr. Dienstschluss legen wir immer noch natürlich selber fest. Dankeschön, Claudia Danhauser, für den Moment, für diesen Bericht aus der, von der FPÖ-Wahlfeier. Und ich glaube, jetzt ist es wieder Zeit für Zahlen. Um kurz nach 18 Uhr gehen wir zu dir, Susanne. Ja, die FPÖ tut sich wahrscheinlich mit dem Feiern heute besonders leicht. Bei den anderen Parteien ist das mit dem Feiern und dem Jubel, auch wenn jetzt viel gejubelt wurde in der letzten Stunde, wahrscheinlich nicht ganz so leicht. Schauen wir uns noch einmal die Trendprognose an für diese Europawahl 2024. Die ÖVP verliert, liegt derzeit bei 23,5% mit einem satten Minus von 11,1 Prozentpunkten derzeit. Die SPÖ quasi gleich auf, da wird es also noch spannend, bei 23%, derzeit aber einem kleineren Minus von 0,9 Prozentpunkten. Dann der Sieger dieses Tages, das lässt sich schon feststellen, erstmals erster bundesweit, die FPÖ mit 27% und einem dicken Plus von 9,8 Prozentpunkten. Dann wird es schon wieder unklarer an diesem Wahltag, die Grünen derzeit mit 10,5% und einem Minus von 3,6%. Gejubelt wurde auch bei den Neos zweistellig 10,5% mit einem Plus von 2,1 Prozentpunkten und wahrscheinlich einem weiteren Mandat für Brüssel. Und dann zuletzt noch die KPÖ mit 3% und einem Plus von 2,2%. Hier noch nicht ganz entschieden, Europaparlament ja oder nein. Und ich sehe schon aus dem Augenwinkel Simone Striegel, sie ist schon bereit. Gleich haben wir die Spitzenkandidatin und die Spitzenkandidaten vor dem Mikrofon. Vorher noch schnell zu dir, Tobias. Ja, genau. Da kann ich eigentlich auch nicht mehr viel sagen, außer der Tatsache, dass vor einer guten Stunde in Österreich die Wahllokale geschlossen haben. Und da ist es auch eine gewisse Tradition, dass sich dann eben die Spitzen der Parteien sammeln. Erstmals jetzt hier bei uns in der ORF-Wahlsendung und zwar bei der angesprochenen Simone Striegel. Ja, schönen guten Abend aus dem Haus der EU. Der Wahlkampf ist geschlagen. Wochenlang haben Sie um das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher gekämpft. Und jetzt stehen alle Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin bei mir. Ich möchte beginnen mit Harald Wilimski. Herr Wilimski, die FPÖ steht zum ersten Mal bei einer Bundeswahl auf Platz 1. Beim letzten Mal haben Sie 17% erreicht. Diesmal dürften es so um die 27 sein. Welchen Anteil an diesem Erfolg schreiben Sie sich denn selbst zu? Das will ich nicht tun. Ich will den Menschen danken, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Ich will meinem Team danken, das mich durch diese Wahlbewegung getragen hat. Ich möchte einer Partei danken, die mir die Möglichkeit gegeben hat, auch unserem Bundesparteiobmann, dem Herbert Kickl, dass ich hier kandidieren darf an der Spitze dieser Wahlbewegung. Und es ist immer eine Geschichte, wo man allen, die kandidiert haben, alle, die im Hintergrund gearbeitet haben, hier Dank aussprechen muss. Und eine Person hat hier das Gesicht nach außen sein dürfen, das war diesmal ich. Und der Erfolg gehört uns allen und nicht nur einem. Aber war es vielleicht auch Herbert Kickl, der im in den Umfragen konstant führt? Ja, selbstverständlich ist es unser Bundesparteiobmann, der Herbert Kickl, der an der Spitze der Partei steht und wir einen, sage ich, sehr, sehr stringenten Kurs gemacht haben, der nicht nur österreichpolitisch seit sehr, sehr vielen Jahren hier irgendwo Geradlinigkeit hat. Wir haben aber auch europapolitisch einen Kurs, der ab dem ersten Tag, wo ich europapolitisch werken darf und wirken darf, hier einen sehr, sehr stringenten Kurs gehabt. Und irgendwann zahlt sich dieser Kurs auch aus, weil die Menschen sehen, die sagen nicht heute das und morgen was anderes, sondern die sagen immer das Gleiche. Und es war dieses Mal ein wirklich starkes rot-weiß-rotes Zeichen, dass man mehr an nationaler Selbstbestimmung haben möchte, weniger an Brüssel, weniger an Europäischen Parlament. Und für mich sind auch die Angstkampagnen, die gegen mich und gegen uns gefahren waren, allesamt ins Leere gelaufen. Und das finde ich gut so. Herr Lobatka, die ÖVP war beim letzten Mal auf Platz 1. Sie haben ein dickes Minus eingefahren. Selbst in Zeiten, wo die ÖVP national nicht so gut gelegen ist, haben Sie bei EU-Wahlen immer punkten können. Wie bitter ist denn das jetzt für Sie?
Lassen Sie mich so sagen, ich konnte schon hier stehen als Generalsekretär der Partei, als wir 15,4% auch zugelegt haben. Diesmal sind wir in die andere Richtung gegangen. Sie haben das richtige Wort gewählt. Es ist bitter, aber gleichzeitig ein Auftrag. Ich kann mich nur bedanken bei allen, die mich hier unterstützt haben im Wahlkampf. Wir brauchen noch mehr Unterstützung bei der Nationalratswahl, denn wir haben drei annähernd gleich starke Parteien. Die Chance ist riesig, im Herbst das schon wieder gut zu machen und dass der Bundeskanzler dann hier ein Interview geben kann als Bundesparteiobmann, wo er dann der Erste ist. Wir wissen ja heute noch nicht einmal, wer Zweiter und Dritter ist, wenn ich Richtung Kollegen Schieder schaue. So gesehen ist es eine gute Basis für die bevorstehenden Nationalratswahlen. Ich habe immer gesagt, zwei Wahlziele. Auf Europaebene das größte Vertrauen wiederbekommen, das dürfte sehr, sehr gut gelingen. Bin froh, dass ich in dieser Fraktion bin, in der Europäischen Volkspartei. Und bei uns habe ich immer gesagt, mandatstärkste Partei. Die Mandate dürften feststehen, ja, wir haben unser Ziel um ein Mandat verfehlt. Das tut weh. Wir hatten 2014 fünf Mandate, wir haben jetzt fünf Mandate. Wir sind wieder dort, wo wir vorher waren und die letzte Wahl war eine Ausnahme. Ibiza, die FPÖ war am Boden. Wir mussten einen Tag später zur Kenntnis nehmen, dass unser Bundeskanzler abgewählt wird. Sie wissen es, die Wahlbeteiligung ist um 15% gestiegen. Der Ärger bei unseren Leuten war groß. Diese Wahl vom letzten Mal ist mit keiner vorher vergleichbar. Wenn Sie alle vorher vergleichen, dann sind wir genau dort im Trend. Sie haben es angesprochen, Sie waren zwar ein erfolgreicher Wahlkampfmanager, aber vielleicht kein so erfolgreicher Spitzenkandidat. Waren Sie vielleicht der falsche Spitzenkandidat? Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sage es Ihnen warum. Ich war in allen neuen Bundesländern unterwegs, habe auch heute von mehreren Landeshauptleuten Anrufe bekommen. Da hat noch niemand das Wahlergebnis gewusst, wo sie mir alle gedankt haben für den Einsatz. Und daher sage ich, ich habe das Vertrauen von der Partei bekommen. Ich möchte dieses Vertrauen nützen. Ich werde am Dienstag damit beginnen, wenn ich in Brüssel die Verhandlungen aufnehme. Herr Schieder, Sie haben beim vergangenen Mal das zweitschlechteste Ergebnis eingefahren. Jetzt ist noch nicht klar, ob Sie Platz 2 oder 3 haben. Warum haben Sie denn nicht mehr herausholen können? Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich auch einmal die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die überhaupt zur Wahl gegangen sind, weil die Europawahl eine ganz wichtige Wahl ist. Auch allen natürlich zu danken, die SPÖ gewählt haben und auch allen zu danken in meinem Team, aber generell, die für die SPÖ auch gelaufen sind. Aber auch zum Beispiel allen Schülerinnen und Schülern, die sich schon vor Monaten in ihren Schulen mit dem Thema Europa beschäftigt haben. Weil das ist das letztlich, worum es geht. Sehr oft ist es ja so in der österreichischen Medienlandschaft, dass gerne über andere Dinge berichtet wird und nicht das, was Sache ist. Weil da müsste man recherchieren, da müsste man sich einarbeiten. Skandale wirken durchaus stärker da sehr oft. Und daher ist mir das ein besonderes Anliegen, weil am Schluss geht es um Inhalte und wie wir Europa gestalten. Aber ja, es schaut aus, als wäre es ein sehr schmerzhaftes Ergebnis für die SPÖ. Die SPÖ ist nach wie vor in einer schwierigen Phase, so wie es ausschaut. Es gilt, schnell auch weiterzukommen. Ich glaube, wir haben aber mit der Europawahl auch wesentlichen Boden wieder gut gemacht. Und jetzt werden wir schauen, wie es ist. Es ist auch schwierig, heute hier auf Basis einer Umfrage eine Diskussion zu führen, um es Ihnen ganz ehrlich zu sagen. Das bin ich auch nicht gewohnt. Normalerweise redet man schon auf belastbarem Zahlenmaterial, aber soll es sein. 2019, wie Sie auch angetreten sind, hatten wir auch eine Trendprognose und auch erst ein Ergebnis später. Aber und es war Unterschied. Es war nur ganz minimal, muss ich sagen, ganz minimal. Ja, das werden wir ja sehen heute. Wir werden sehen, Herr Schieder, weil Sie die sozialen Fragen angesprochen haben. Ich möchte es nur deshalb sagen, weil Demokratie heißt, dass jede Stimme zählt. Und nicht, dass drei Meinungsforscher sich was ausdenken, sondern es zählt jede Stimme. Und das ist Demokratie und den Respekt, meiner Meinung nach, sollte man auch vor der Demokratie haben. Und wir werden heute auch den ganzen Tag und Abend berichten. Um 23 Uhr gibt es dann das Ergebnis. Herr Schieder, die sozialen Fragen in Europa, die wären es ja eigentlich gewesen in Sachen Teuerung. Die hat uns die letzten Jahre beschäftigt. Warum konnten Sie dann trotzdem nicht mehr herausholen? Ganz ehrlich, Sie haben recht, dieses Thema Teuerung, Lebenshaltungskosten, Wohnkosten, Energiepreise ist ein Riesenthema. Und ich glaube auch, dass die Sozialdemokratie in Österreich wie in Europa sehr, sehr richtige Antworten hat, wie man dem auch begegnen kann. Wir haben leider nicht die politische Macht in Österreich, das umzusetzen, was wir für richtig erachten. Deswegen hat Österreich so eine hohe Inflation. Das wäre nicht notwendig gewesen, aber es schmerzt mich auch. Und wenn, ehrlich gesagt, diese Frage immer, warum? Glauben Sie ehrlich, wenn ich es wüsste, dann hätte ich es anders gemacht. Vieles wollte vielleicht auch Lena Schilling anders machen. Sie haben einen besonderen Wahlkampf hinter sich. Sie waren eigentlich mehr mit der Klärung von Vorwürfen beschäftigt. Hat Ihnen das viele Wählerstimmen gekostet?
Ich möchte auch vorab mich bedanken bei allen Menschen, die zur Wahl gegangen sind, bei allen Menschen, die mir trotz diesem turbulenten Wahlkampf ihr Vertrauen und ihre Stimme geschenkt haben. Und das ist auch das Gefühl, das ich mitnehme. Nämlich, dass ich jetzt mit allem, was ich kann und habe, mit Herz und so, wie ich diesen Wahlkampf von Anfang an machen wollte, für Klimagerechtigkeit einstehe. Und wir sehen, dass das ein total wichtiges Thema ist für viele Menschen. Wir sehen auch gerade, wie aktuell das ist, wenn wir die Fluten verfolgen. Wenn wir verfolgen, was jetzt schon Extremwetterereignisse auslösen. Das heißt, ja, ich wünsche mir natürlich mehr über Inhalte zu reden. Ich wünsche mir aber vor allem auch jetzt in der nächsten Zeit mit dem, was ich geschenkt bekommen habe, nämlich einem Vertrauen, das mich wirklich, wirklich glücklich macht, in die Zukunft zu gehen und darüber nachzudenken, wie wir das möglichst gut vertreten können. Jetzt ist der Wahlkampf vorbei, aber es gab sehr große Kritik an den Grünen und auch am Krisenmanagement der Grünen. Was sind denn Ihre Lehren daraus? Hat man da wirklich immer richtig reagiert? Nein, natürlich sind da auch Fehler gemacht worden und wir waren in einer Situation, das hat auch der Chef vom Presserat gesagt, die es in Österreich noch nie gab. Und wenn man in einer Situation ist, die es noch nie gibt, macht man Fehler und ich glaube, es ist total wichtig, sich für Fehler zu entschuldigen und das habe ich gemacht, das haben die Grünen gemacht, wo Fehler passiert sind und dann aber auch mit genau diesem Gefühl in die Zukunft zu schauen, aus Fehlern zu lernen, es besser zu machen und in Zukunft genauso, wie ich das auf der Straße jahrelang gemacht habe, jetzt im EU-Parlament für Klimaschutz, für Klimagerechtigkeit und ein demokratisches Europa kämpfen zu dürfen. Herr Brandstätter, die Neos haben ein für Sie historisch sehr, sehr das beste Ergebnis. Jetzt waren Sie aber in den Umfragen eigentlich viel stärker, haben von den, zumindest in den Umfragen, von den grünen Turbulenzen profitiert. Warum ist denn das nicht ganz gelungen, so wie es in den Umfragen war? Also Entschuldigung, aber dieses hervorragende Wahlergebnis lasse ich mir sicher nicht schlecht reden. Ich habe mit so vielen Leuten in dieser Wahlbewegung Kontakt gehabt und ich bedanke mich bei all denen, die mir wieder viele Ideen mitgegeben haben. Es war sehr angenehm, in einer Partei zu arbeiten, wo es keine Konflikte gab, ganz im Gegenteil, wo alle rund um uns gestanden sind und auch mit Beate Meinl-Reisinger. Das hat ja schon begonnen im Vorwahl. Wir haben einen demokratischen Vorwahlprozess gehabt, wo ich viele Leute kennengelernt habe, viele Ideen mitbekommen habe und bei all den Menschen, bei den Wählerinnen und Wählern möchte ich mich bedanken und auch bei meiner Familie, weil es ist ja nicht einfach, so etwas durchzustehen und vielen Dank, das hat toll gehalten und wichtig ist, dass wir eben diese pro-europäischen Ideen diskutiert haben und wir haben begonnen, wenn wir schon von Umfragen reden, bei 6-7%, liegen jetzt über 10%, also da sieht man, dass wir mit unseren Themen sehr viele Menschen angesprochen haben und ich freue mich auf die Arbeit im Europäischen Parlament ab morgen. Dennoch, wir haben es von Peter Filzmaier gehört, die Österreicherinnen und Österreicher, die blicken eher negativ auf die EU, auch in die Zukunft. Der Herr Wilimski, der eben sagt, er möchte die EU, die Kompetenzen der EU verringern, hat diese Wahl gewonnen, so wie es jetzt aussieht. Warum können da pro-europäische Parteien nicht besser punkten? Also die überwiegende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler will das nicht. Ja, also wenn Sie wissen, 27% der Wählerinnen und Wähler wollen, dass die Kompetenzen der EU reduziert werden. Die überwiegende Mehrheit will das überhaupt nicht, sondern wir waren uns einig, dass manches in der EU besser funktionieren soll. Selbstverständlich. Aber man darf es auch nicht berücksichtigen und vielleicht lernt die ÖVP doch einmal was dazu. Ständig die EU zu beschuldigen, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn man selber Fehler macht, das wird auf Dauer nicht gehen. Der Wahlkampf ist vorbei, Kollege Brandstätter. Nein, ich möchte schon an die nächsten Monate und Jahre auch denken, reden wir doch darüber, dass wir hier in Österreich ernsthaft darüber reden müssen, was in der EU alles gemacht wird, wie wir davon profitieren. Und deswegen mache ich auch hier den Vorschlag, können wir uns ja bitte alle schnell einig sein, machen wir einmal im Monat im Parlament eine Europastunde, wo wir darüber reden, wie wichtig Europa ist, was dort beschlossen wurde und was für Österreich wichtig wird. Dann wird dazu die Zusammenarbeit zwischen EU und Österreich besser werden und dann werden die Menschen auch verstehen, wie wichtig, dass wir einander brauchen. Und das haben wir in den letzten Monaten gesagt und das haben viele Leute genauso gesehen und nur eine Minderheit will weniger Europa. Jetzt haben Sie auch die nächsten Monate angesprochen. Viele sehen ja die EU als Testwahl für die Nationalratswahl. Herr Wilimski, haben Sie Angst, dass vielleicht viele Wählerinnen und Wähler ihre Proteststimme schon heute abgegeben haben an Sie und dann vielleicht nicht mehr kommen, wenn die Nationalratswahl stattfindet? Na, ganz im Gegenteil, ich habe keine Angst. Ich habe sehr, sehr viel an Hoffnung, dass mit dem Fundament, das wir jetzt gebaut und errichtet haben, wir dieses Freiheitliche, dieses Rote als Rote Haus Zug um Zug, Stock um Stock weiter ausbauen können und dass es eine Wählergröße
Größe ist, die, sage ich mal, von kritischer, positiver Reform getragen ist. Und diese positive Reform wollen wir natürlich jetzt in die Nationalratswahl hineinbringen. Und in Wahrheit greift eine Wahl in die andere hinein. Ja, wir haben die Wahl in der Steiermark, wir haben die Wahl in Wien kommendes Jahr. Und da glaube ich schon, dass jetzt sehr, sehr viel Substanz und nicht nur Wähler, die kurzfristig uns die Stimme gegeben haben und gesagt haben, sie wollen hier Protest gegen die Regierung abgeben. Das mag ja der eine oder andere gemacht haben, aber ich glaube, die ganz, ganz überwiegende Mehrheit setzt in uns irrsinnige Hoffnungen. Und wenn ich hier Aussagen höre, wonach die überwiegende Mehrheit jetzt mehr und noch mehr Europa will, dann glaube ich, dass hier manche nicht den richtigen Schluss aus dem Wahlergebnis ziehen. Ich nehme mein Wahlergebnis als Auftrag, an diesem rot-weiß-roten Modell in Brüssel weiterzuarbeiten und Kompetenzen zurückzuholen nach Österreich und wieder mehr an direkter Demokratie auch zuzulassen. Aber wird nicht die Schwierigkeit sein, bei der Wahl in Österreich dann, niemand hier in dieser Runde möchte mit Herbert Kickl koalieren, dass Sie einen Koalitionspartner finden? Würden Sie Herbert Kickl auch opfern, damit die ÖVP, der Herr Lobatka zum Beispiel, zusagt, eine Koalition zu machen? Was sind das für Termini, die Sie hier in dieser Frage verwenden? Das ist jetzt auch nicht ganz anständig. Erstens einmal, bei uns wird niemand geopfert, Nummer eins. Nummer zwei, diejenigen, die hier dann die Nationalratsgeschichte verhandeln werden, sind nicht die Personen, die in dieser Runde stehen. Nummer drei, die jetzt Bundesparteiobleute sind meiner Einschätzung nach bei dem Wahldesaster, das sich da abzeichnet für die beiden Parteien, mit Sicherheit keine Verhandler mehr. Ich gehe davon aus, sowohl Nehammer als auch Babler nach dem Nationalratswahltermin andere Jobs haben werden, aber nicht verhandeln, wie die kommende Regierung aussieht. Aber es gibt einen, der exakt sagen wird, wohin die Reise gehen soll und gehen muss. Und das ist der Wähler und den sollten wir hören. Und wir sollten ja nicht sagen, wir opfern irgendjemand. Wir sollten ja nicht sagen, nein, mit dem verhandle ich nicht. Ja. Und das vor allem aus der Sicht des, sage ich mal, großen Wahlverlierers hier, derartige Steilverlagen zu machen, halte ich nicht für den richtigen Schluss aus diesem Wahlergebnis. Fragen wir gleich nach beim Herrn Lobatka. Wird es nach dieser EU-Wahl personelle Konsequenzen in der ÖVP geben? Bleibt Nehammer Spitzenkandidat? Na, selbstverständlich. Aber was ich schon sagen muss, man muss den Herrn Milimski nur ausreden lassen, er widerspricht sich. Wir dürfen uns überhaupt nicht einmischen, was die FPÖ macht. Er will der SPÖ und uns vorschreiben, was wir zu tun haben. Also so weit sind wir nicht. Sie können Fahndungslisten erstellen. Das können Sie alles machen. Weiter so, aber Kollege Lobatka, dann sagt sie bald aus dem Parlament draußen. Für die SPÖ in die Nationalratswahlen geht, das können Sie noch nicht entscheiden. Und hoffentlich nie. An den Herrn Schieder. Sie haben es gesagt, es ist ein schmerzliches Ergebnis für Sie. Die Richtung stimmt bei der SPÖ vielleicht nicht, könnte man sagen. Was heißt denn das für den Parteichef? Das ist ja auch die erste Testwahl für Andreas Babler gewesen. Ja, sicherlich. Es ist eine bundesweite Wahl und der Rückenwind wäre besser gewesen. Aber ich glaube, es ist jede Wahl auch für sich zu beantworten. Und ich kann nur das wiederholen, was ich auch im Wahlkampf wiederholt habe und was ich auch, wenn mich jeder Österreicher fragt, was ich zur Nationalratswahl mir denke, auch sage. Ich kann nur davor warnen, das Land an die FPÖ zu übergeben. Ich kann nur davor warnen, die FPÖ in die Regierung zu holen. Wir haben es zweimal ausprobiert in der jüngeren Geschichte. Die ÖVP hat es zweimal ausprobiert. Auch die SPÖ. Und jedes Mal ist es in einem Megaskandal geendet. Es war, die Sozialsysteme sind kaputt gemacht worden. Es ist die Korruption in die Höhe geschnellt. Ich will das nicht für mein Land. Mir ist mein Land zu wertvoll, als dass ich es an die FPÖ übergeben will. Das werde ich jedes Mal sagen, in aller Ruhe. Das ist keine Feindschaft mit Personen, aber das ist das, was ich sehe als großes Problem. Und da wird es notwendig sein, einfach auch klarzumachen, dass es auch andere Wege gibt für unser Land, nämlich mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen, mehr Miteinander zu schaffen, mehr Chancen für die Wirtschaft zu schaffen und nicht nur das, was die FPÖ auf ihren doch recht ablehnenswürdigen Plakaten plakatiert. Ein Satz nur bitte, ja. Bei euch und in den Reihen der sozialdemokratischen Abgeordneten finden Sie hunderttausende Euro an Cash, ja. Schmiergeld von Wüstenstaaten wie Mauretanien, Marokko und Katar. Herr Wilimski, Sie gehen hierher und unterstellen uns Korruption, wo keine ist. Hören Sie auf damit, der Wahlkampf ist vorbei. Jetzt, wir können es gerne nah, und schauen das, wir jetzt schon wiederholen. Was Sache ist. Also inhaltlich aber muss man schon hunderttausende Euro so, Cash, oder? Bei den Sozialdemokraten. Ich werde es jetzt replizieren dürfen, oder? Ich glaube, es ist nicht, glaube ich, die Medienstrategie, dass man sich zwar anflaumern lassen muss vom Herrn Wilimski, aber da nichts drauf sagen darf, sondern... Ja und? Trotzdem sage ich jetzt was drauf. Ja, und jetzt sage ich noch die Antwort drauf. Geben Sie mal noch eine Antwort. Nämlich, wir wissen,
dass der Parteichef Kickl sich neben seinem ganzen Parlamentsgehalt dann einen Haufen Batzen Geld auszahlt hat. Wir wissen, dass die Krankenkassenreform als PR-Gag geplant war und das heißt weniger Versorgungssicherheit. Wir kennen alle Fälle rund um die Affäre Strache, wo ja auch der Herr Wilimski, der Herr Gutenus und alle anderen verwickelt waren. Sporttaschen mit Geld, das sind alles... Die Handtasche für die Frau über die Parteikasse, das sind alles Dinge, die will ich für Österreich nicht. Und das droht uns auch inhaltlich mit der FPÖ, nämlich dass es bergab geht. Der Wahlkampf ist noch da, auch bei den Spitzenkandidaten. Frau Schilling, Sie haben es zuerst gesagt, die Grünen haben Fehler gemacht in diesem Wahlkampf. Was heißt das für, in ein paar Monaten kommt der Nationalrat zur Wahl, was heißt das für die Wahl? Ich glaube, wir haben eine Sache gesehen, auf die ich sehr, sehr stolz bin und für die ich mich auch noch bedanken will, nämlich wie viele Menschen in diesem Wahlkampf mit uns auf der Straße gestanden sind, wie viele Menschen in verschiedenen Bundesländern begeistert dafür waren, für eine Zukunft zu kämpfen, wo es unseren Kindern noch gut geht. Und das nimmt man mit in die Nationalratswahl, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt. Es sind junge Menschen, die bei der Klimabewegung dabei waren. Es sind jetzt Menschen, die in ganz verschiedenen Bundesländern für verschiedene Initiativen kämpfen, vor Ort für Bürgerinneninitiativen. Es sind die Menschen, die engagieren sind. Und dieses Engagement, dieses Herzblut, das nimmt man natürlich mit. Und das ist auch was, das mich sehr freut, wenn ich heute auf diese Wahl schaue. Und Sie merken, ich bin ein bisschen emotional, weil das wirklich ein langer, arger Wahlkampf war. Aber einer, aus dem ich rausgehe und mir denke, ich bin total froh, für die Grünen so dazustehen. Hätten Sie es noch einmal gemacht mit all dem Wissen aus diesem Wahlkampf? Ich habe kandidiert, weil es mir um Klimagerechtigkeit geht, weil wir jetzt entscheiden werden, ob wir den Green Deal fortsetzen, ob wir jetzt entscheiden werden, ob wir gesunde Böden haben, ob wir sauberes Wasser haben, ob wir gute Luft haben. Und darum wird es auch weiterhin gehen und genau mit diesem Wissen, ich wäre wieder angetreten und ich würde auch heute so dastehen. Herr Brandstätter, sorry, jetzt haben Sie Frau Meinl-Reisinger sehr viel vorgelegt. Wird man das auch bei der Nationalratswahl umsetzen können? Ja, wissen Sie, ich komme gerade aus der Neosphäre, aus dem Hauptquartier der Neos und dort war eine Stimmung, die mir sehr viel Freude gemacht hat und die mich auch sehr optimistisch stimmt. Dort war eine Stimmung, da waren viele, viele Menschen, die gesagt haben, so und jetzt erst recht, jetzt arbeiten wir weiter, weil das Ergebnis so gut ist, werden wir weiterarbeiten für den Nationalratswahl. Das ist ganz selbstverständlich. Wie gesagt, es ist eine geschlossene Truppe, es ist eine großartige Truppe, also auch mein kleines, aber extrem aktives Team, das mich begleitet hat und das werden die anderen ja so weitermachen und deswegen ist das so positiv. Aber ich möchte schon noch einmal ganz deutlich sagen und ich habe es im Wahlkampf ja auch immer gesagt, wir stehen vor den größten Herausforderungen dieses Kontinents wahrscheinlich seit 1945. Und wenn ich mir diese Mischung aus all dem anschaue, von der Klimakrise bis zum Bedrohung durch Putin und erst jetzt wieder hat einer seiner Leute gesagt, sie werden ganz Europa nehmen. Ja, also die Sicherheitslinie für Putin ist der Atlantik. Wir nehmen uns alles mit. Wir zerstören die Ukraine, gehen weiter. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen bei uns in Sicherheit leben. Und das ist überhaupt nichts mit Wahlkampf. Aber wenn die FPÖ das BMBVD, also unseren Sicherheitsdienst, ruiniert hat und viele uns misstrauen, uns in Österreich, ja, dann müssen wir dafür arbeiten, dass dieses Misstrauen weggeht. Wir müssen den Binnenmarkt weitermachen, weil wir waren alle in österreichischen Unternehmen. Wir haben überall gehört, großartige Menschen, die können sehr viel, die machen viel. Aber wir brauchen diesen Binnenmarkt gerade als kleines Land. Und wir brauchen auch sichere Außengrenzen. Das ist unser Job, den wir jetzt machen müssen. Und ich habe wirklich eine Bitte und ich sage es laut und deutlich. Ich wünsche mir von allen Medien darüber auch zu berichten in den nächsten Monaten und Jahren. Nicht über die eine oder andere Streiterei, ist in Ordnung. Aber was machen die wirklich im Parlament? Wer ist wirklich dort? Wer arbeitet wirklich in den Ausschüssen? Wo geht was weiter? Ich habe da so eine Idee, wer da alle dabei sein wird und ich werde mich anstrengen. Ich freue mich darauf, mit der Anna Stürk, einer zweiten Abgeordneten, die Verdoppelung der Sitze, großartiger Erfolg und diese Stimmung, die tragen wir jetzt in die nächsten Monate hinein. Herr Wilimski, mit Ihnen möchte ich noch über die Rhetorik im Wahlkampf sprechen. Sie haben zum Herrn Schieder gesagt, er sei der oberste Islamistenvertreter. Für den Herrn Brandstätter haben Sie medizinische Hilfe angefordert. Die Bild-Zeitung hat Ihr Plakat als das ekeligste Plakat. Darf ich auch was fragen? Warum muss man das wiederholen? Nein, er hat die schrecklichsten Dinge gesagt. Das muss man wiederholen. Ja, das kann man hier aus der... Ich wollte noch fragen, bitte. War das zu viel? Also gibt es Dinge, für die Sie sich entschuldigen? Es war zu wenig. Und ich frage jemand wie den Herrn Brandstätter gleich mal, was nehmt ihr zu euch in eurer Neosphäre? Das ist ein absoluter Irrsinn, den Sie da verzapfen und verbreiten. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese 15%, dass Sie fragen mich was und ich werde eine Antwort geben. Ich habe Sie gefragt.
den Herrn Brandstätter nicht reinreden lassen. So, nachdem er in meine Richtung angreift, mache ich es auch in seine Richtung. So, Sie unterstellen mir Putin-Nähe, Sie unterstellen mir Kriegstreiber zu sein. Da können Sie wegschauen wie ein Schulbub, das ist mir völlig wurscht. Ja. Sache ist, dass die 15%, die man Ihnen in allen Umfragen gegeben hat, die haben Sie in den Sand gesetzt. Ja. Diese 5% minus sind aus der völlig überzogenen Rhetorik Brandstätter entstanden. Und so, wenn der Herr Schieder mir mit Fäkaltermini in einer ORF-Debatte kommt, na Entschuldigung, ja, dann wird es mir auch erlaubt sein zu sagen, dass die Stadt Wien hier offene Türen für Islamisten hat. Und schauen wir uns an, was in Favoriten passiert. Ich wollte noch einen Satz sagen. Meine Frage war sehr klar. Ich sage nur einen Satz. Das Schöne ist, alle, die mir gesagt haben, das ist so schrecklich, mir Wilimski, die sagen, macht er keine Sorgen, in Brüssel ist er eh nie, da hörst du ihn nicht mehr. Das ist das Schöne an dem Abend. Das sagen Sie nationalen Rat, das sagen alle, dieser Brandstätter, endlich ist er weg, wir brauchen den ganzen Stummsinn nicht mehr. Eine Frage noch an den Herrn Lopatka. Gehen Sie weiter davon aus, dass die ÖVP auch das Vorschlagsrecht für den Kommissar hat? Weil da gibt es ja Streitigkeiten in der Regierung. Schauen Sie, es gilt überall die Rechtsstaatlichkeit. Das ist nicht Sache einer Partei. Das ist ganz klar. Die Bundesregierung schlägt vor. Im Hauptausschuss haben die beiden Regierungsfraktionen, ÖVP und Grüne, 13 von 15 Mandataren. Das ist Sache keiner Partei. Auch nicht meine Sache, Sache der Regierung, des Hauptausschusses. Und es wird eine gute Lösung geben, wie die drei vorigen schon hervorragende Lösungen waren. Das letzte Mal übrigens einstimmig für unseren Kandidaten. Grüne und Neos haben den Herrn Karas vorgeschlagen. Könnten Sie sich den Herrn Karas vorstellen, Herr Lopatka? Jetzt habe ich Sie nicht gehört, der Kollege Schieder hat da wieder inzwischen gerufen. Könnten Sie sich den Herrn Karas vorstellen? Die Grünen und die Neos würden ja den Herrn Karas sehr gut finden. Es ist weder Sache der Grünen noch der Neos noch der ÖVP. Es ist Sache der Bundesregierung. Wir haben eine Verfassung, die sollte auch für die Grünen gelten und für die Neos. Dann danke ich Ihnen allen, dass Sie hierher gekommen sind und gebe zurück ins Studio zu Tobias Bötzelsberg und Susanne Högerl. Danke, Simone Strebel. Naja, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar in diesem Studio vielleicht gar nicht unfroh sein, dass diese Diskussion vorbei ist. Hinterlässt einen streckenweise vielleicht auch ein bisschen sprachlos. Peter Unger aus der ZIP Innenpolitik, was wir da gerade gesehen haben. Ich versuche es mal höflich zu sagen. Also ganz vorbei scheint der Wahlkampf noch nicht zu sein, oder? Also wenn es mich sprachlos hinterlassen würde in dem Moment, wäre das schlimm. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr ungewöhnlich für so eine Runde. Normalerweise an einem Wahlabend, wenn sozusagen die Last des langen Wahlkampfs abfällt, dann ist in der ersten Spitzenkandidatenrunde die Stimmung oft versöhnlicher. Das war genau das Gegenteil. Seit 2019, damals gab es ja die vorgezogenen Neuwahlen, haben wir so ein immer super Wahljahre. Das heißt, wir haben die EU-Wahl und die Nationalratswahl. Und genau das war heute der Grund, warum die Stimmung da noch so angespannt war. Wir haben es gesehen, die Frontlinien haben sich da ein bisschen verschoben. Der FPÖ-Vertreter Harald Wilimski steht da sozusagen auf der einen Seite als der Gejagte jetzt, wie wir vorhin angesprochen haben, und die vier anderen mit unterschiedlichen Zugängen, mit unterschiedlichen Argumentationen versuchen da gegen ihn sozusagen zu argumentieren. Und der Ton, der ist genauso rau wie im Wahlkampf, vor allem von der FPÖ. Ja, aber das ist ja auch das Stichwort. In Wirklichkeit steht uns jetzt weitere Monate Wahlkampf bevor. Dieser Ton, den wir jetzt in dieser Debatte gesehen haben, ist das der, auf den wir uns einstellen müssen? Bis zum September, Ende September wird wohl gewählt? Ich glaube schon, dass es ähnlich verlaufen wird. Ein Wahlkampf hat immer Überraschungen. Vergessen wir bitte auch nicht, jetzt kommt eine Fußball-Europameisterschaft, es kommt ein langer Sommer, also wir werden jetzt ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen bekommen, die Parteien werden ihre Strategien neu ausrichten, aber der Ton, der wird sich im September nicht ändern, im Gegenteil, denn es wird um viel gehen Ende September. Danke, Peter Unger, für diese Analyse nach dieser doch eher rauen Debatte und damit wieder zu dir, Susanne. Jetzt haben wir viel über diesen Wahlausgang in Österreich gesprochen, aber das ist heute ein langer Wahltag, ein Wahlabend. Noch kann ja in einigen EU-Ländern gewählt werden. In Italien schließt das letzte Wahllokal erst um 23 Uhr und so lange müssen wir auch auf Ergebnisse warten. Aber wir haben eben Trendprognosen, gespeist aus tausenden Interviews, noch keine ausgezählten Stimmen. Und auch andere Länder verlassen sich auf diese Trendprognosen. Und ganz frisch hereinbekommen haben wir die Zahlen aus Deutschland und da schauen wir gleich mal drauf auf diese Trendprognose. Die CDU-CSU kommt hier auf 29,5%, bleibt in etwa relativ gleich. Die Grünen verlieren deutlich, liegen bei 12%, verlieren 8,5 Prozentpunkte. Die SPD bleibt bei 14%, verliert
1,8 Prozentpunkte. Spannend war natürlich, wie schneidet die AfD bei dieser Wahl ab? Es hat viele Querelen im Wahlkampf gegeben mit dem AfD-Spitzenkandidaten. Kommt auf 16,5% und einem Plus von 5,5 Prozentpunkten. Die Linke kommt auf 2,8%, verliert 2,7%. Die FDP liegt bei 5% und das Bündnis Sarah Wagner, eine Partei, die sich erst im Jänner 2024 gegründet hat, nachdem Sarah Wagenknecht die Linken verlassen hat, die kommt hier auf 5,5% zum ersten Mal angetreten. Das wäre die Trendprognose, die Zahlen aus Deutschland. Da gibt es natürlich viel Erklärungspotenzial und damit zurück zu dir, Tobias. Ja, das wollen wir gleich mal näher beleuchten. Gehen wir doch jetzt an dieser Stelle zu unserem Korrespondenten Andreas Pfeiffer nach Berlin, der das natürlich alles ganz genau verfolgt hat. Herr Pfeiffer, also der Blick auf dieses Ergebnis zeigt es doch relativ eindeutig. Wir haben in Deutschland ja die Ampelregierung aus Rot, Grün und den gelben Liberalen. War das eine Denkzettelwahl jetzt innenpolitisch gesehen? Ja, dass diese Wahl Denkzettelpotenzial hat für die Ampelkoalition, das war von Anfang an klar. Es war erwartbar, dass sie von der CDU bei weitem von der Union überholt werden würde. Sie liegt ja bei knapp 30%. Und für Kanzler Olaf Scholz ist diese Schlappe schon sehr deutlich. Nicht nur haben alle drei Parteien seiner Koalition, die SPD, vor allem die Grünen mit minus 8% und auch die FDP stark verloren nach diesen ersten Trends, sondern Kanzler Scholz persönlich auch, der hat sich ja sehr stark involviert in den Wahlkampf, hat sich in den Plakaten zumindest immer wieder und bei den Auftritten an die Seite gestellt von Katharina Barley, seiner weniger bekannten Spitzenkandidatin. Und so konnte man da tatsächlich erwarten, dass das zu einem Test ist für die Ampelkoalition, und dieser Test ist negativ ausgefallen. Ich habe es erwähnt, Niederlage für alle drei Parteien und doch, und das war von der SPD und auch von Olaf Scholz zu befürchten, ein deutlicher Trend ins Konservative, ein deutlicher Trend auch nach rechts. Und wird das jetzt in der aktuellen deutschen Innenpolitik groß etwas ändern? Besonders die Grünen sind ja abgestraft worden mit dem deutlichsten Minus. Im Herbst 2025 wird dann, glaube ich, bei Ihnen in Deutschland auch gewählt. Erwarten Sie gewichtige Änderungen in der deutschen Innenpolitik? Nun, es steht zu erwarten, dass die Unstimmigkeiten innerhalb dieser doch sehr heterogenen Koalition, der Ampelkoalition, noch zunehmen werden. Es wurde ja sehr viel gestritten in letzter Zeit und der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, hat gerade gesagt, wir müssen uns zurückkämpfen, wir müssen aufhören mit dem Streiten, hört man nicht zum ersten Mal. Und es gibt schon eine Einladung der Opposition, CDU, CSU, deren Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich gerade im Fernsehen geäußert und gemeint, der Kanzler würde jetzt den Weg freimachen müssen für Neuwahlen, zumal die CDU doch die doppelte Zustimmung hat in diesem Land. So schnell wird es nicht gehen, aber man kann sich einige Debatten erwarten jetzt im Nachklang dieser Wahl. Vor allem die FDP von Christian Lindner, die auch verloren hat mit 0,4%, die war ja immer ein Zünglein an der Waage innerhalb dieser Koalition. Die hat immer schon ein wenig geliebäugelt, wenn nicht gar mit einem Absprung aus dieser Koalition. Also die Brenzligkeit der Lage, die Instabilität der aktuellen Regierung in Deutschland wird mit dieser Wahl wohl zunehmen. Das war der Blick aus und nach Berlin mit Andreas Pfeiffer. Dankeschön für den Moment, für diese Einschätzungen. Ja, meine Damen und Herren, so ein kurzer Blick eben in unser Nachbarland. Sie fragen sich vielleicht, ist es nicht eigentlich komisch, wenn wir eine Europawahl haben und dann immer nur Schlaglichter aus einzelnen Ländern oder von einzelnen Parteien haben? Naja, das hat damit zu tun, dass die Wahllokale in Europa noch nicht alle geschlossen sind. In Italien kann man den Stimmzettel noch abgeben und deshalb hat eine europaweite Prognose, eine europaweite Hochrechnung noch keinen Sinn, ist noch nicht möglich. Aber wir haben eben zum Beispiel für Österreich, die Möglichkeit, eine Trendprognose zu machen. Die haben verdiente Meinungsforscher gemacht, wie schon gesehen. Und darauf wollen wir jetzt noch einmal schauen, was die Zahlen für Österreich aktuell denn bedeuten, Susanne.
Herr Tobias, wir haben eine Trendprognose für Österreich. In Österreich haben die Wahllokale ja schon um 17 Uhr geschlossen. Wir haben Ihnen dann auch schon eine erste Trendprognose, einen ersten Ausblick auf dieses Ergebnis der EU-Wahl 2024 präsentieren können. Schauen wir uns jetzt noch einmal, rufen wir uns das noch einmal in Erinnerung. Die Balken gehen hoch bei der ÖVP auf 23,5%, aber deutlich weniger hoch als bei der letzten Wahl, minus 11,1 Prozentpunkte. Danach die SPÖ, hier danach die SPÖ bei 23% und derzeit eine Minus von 0,9 Prozentpunkten. Wie gesagt, das ist eine Trendprognose, alles ist mit Vorsicht zu genießen. Das Einzige, was man schon als relativ bestätigt ansehen kann, die FPÖ wird ein gutes Ergebnis sein. Das erste Mal Erster bei einer bundesweiten Wahl mit 27% und einem Plus von 9,8 Prozentpunkten. Die Grünen bleiben zweistellig, 10,5%, mit einem aber doch deutlichen Minus von 3,6%. Die Neos quasi derzeit gleich auf, freuen sich über derzeit 2,1 Prozentpunkte plus. DNA ist nicht im Parlament und die KPÖ schafft es auf 3% plus 2,2 Prozentpunkte. Das ist jetzt die Trendprognose, aber das ist ja heute ein spannender Wahltag, der in einen spannenden Wahlabend übergeht. Ab 23 Uhr haben wir dann auch die Ergebnisse. Aber es lässt sich ja dennoch auch jetzt schon einiges herauslesen, Peter Filzmaier. Das ist die erste bundesweite Wahl heute gewesen, aber da kommt dann noch quasi die große Mutter im September, die Nationalratswahl. Was lässt sich da herauslesen? Ist das jetzt für die FPÖ ein Ergebnis, mit dem sie gut in den September starten kann? Alle Politiker und Politikwissenschaftler, wahrscheinlich auch alle Journalisten, versuchen sich jetzt als Meteorologen, wer den meisten Rückenwind hat. Und natürlich hat den die FPÖ, bei der ÖVP und SPÖ kommt es darauf an, wer den zweiten Platz am Ende des Tages hat. Aber ich möchte schon auch verweisen auf die Unterschiede zwischen Europawahl und Nationalratswahl. Bei der Nationalratswahl werden wir mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht die gleichen kandidierenden Parteien haben. Die Bierpartei, die in Umfragen bei 6,7% liegt, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit antreten. Es gibt eine Absichtserklärung anzutreten von einer Liste der ehemaligen Grünparteichefin Madeleine Petrovic. Wir wissen nicht, in der jetzigen Form wohl nicht, DNA, ob irgendwelche MFG-Folgeparteien, MFG sitzt in Oberösterreich immerhin im Landtag, antreten werden. Zweiter Unterschied sind natürlich die abweichenden Kandidaten. Es werden ganz andere Spitzenkandidatinnen sein als jetzt bei der Wahl. Und es gibt in der Politikwissenschaft auch das, was wir als Split-Ticket-Wählen bezeichnen. Es wird, keine Überraschung, denn die Stammwähler werden weniger, immer häufiger üblich, dass bei einer nationalen Wahl und bei einer Europawahl verschieden gewählt wird. Also Rückenwind, wenn wir schon bei diesem meteorologischen Vergleich bleiben, ja, aber auch nicht mehr. Möglicherweise kommt da auch noch ein Unwetter oder ein Gewitter dazwischen. Auch das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Ich war etwas vorschnell mit meinem Blick auf den Nationalratswahl. Ich möchte Ihnen natürlich auch noch die Mandate nachreichen, die diese EU-Wahl heute so ergeben hat. 20 Mandate, Sie sehen es hier, kann Österreich im EU-Parlament besetzen. Die ÖVP verliert 2 Abgeordnete, liegt derzeit bei 5 Mandaten. Die SPÖ bleibt bei 5 Mandaten derzeit. Die FPÖ gewinnt dazu 3 Abgeordnete mehr, kann sie nach Brüssel beziehungsweise Straßburg schicken, insgesamt 6. Die Grünen einen weniger, 2 Mandate noch fürs EU-Parlament und die Neos gewinnen 1 Mandat dazu und liegen jetzt bei 2%. Peter Filzmaier, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, miteinander zu sprechen. Mein Blick zum Tobias, ja, er nickt, ich kann noch weiter mit Ihnen sprechen. Reden wir noch über die FPÖ und wie die ihre Wählerinnen und Wähler heute abgeholt hat. Das ist eine EU-kritische Partei, das hat sie auch im Wahlkampf, das haben wir auch jetzt wieder erlebt, sehr deutlich klar gemacht. Und damit hat sie aber offenbar auch viele Wähler angesprochen. Die Leistung der FPÖ war gar nicht so der Gewinn an sich, denn dass die öffentliche Stimmungslage zu ihren Gunsten ist, war vorher klar, sondern war eine Mobilisierungsleistung. Denn gerade weil die FPÖ mit Abstand die meisten EU-kritischen oder sogar EU-gegnerischen Wählergruppen hat, ist es ja schwierig zu mobilisieren. Denn wenn jemand sagt, mich interessiert die EU-Wahl nicht, dann ist es naheliegend, Schluss zu folgern, dann interessiert mich auch nicht für die FPÖ die Stimme. Ich wünsche euch zwar, dass ihr vorne seid, aber alles Gute dabei. Und das ist offenbar gelungen. Wir haben noch nicht, eben auch Trendprognosen nur gestützt, gesicherte Zahlen über die Wahlbeteiligung, aber sie dürfte sogar nochmals gestiegen sein im Vergleich zum letzten Mal. Und da hat die FPÖ sicherlich mit der Mobilisierung einen großen Erfolg gehabt. Umgekehrt ist das für die ÖVP ein schlechtes Signal, denn die war ja praktisch immer bei einer EU-Wahl besser als bei einer Nationalratswahl. Und auch wenn der Rückstand, kann sich auch noch ändern im Laufe des Abends, nur ein paar Prozentpunkte sind, muss sich die ÖVP natürlich fragen, wenn jetzt die FPÖ schon bei einer EU-Wahl vor uns ist,
wie schaffen wir diese paar Prozentpunkte aufzuholen? Denn eigentlich sind wir auf EU-Ebene besser als sonst. Bevor wir noch über das innenpolitische Zeichen setzen, das vielleicht heute auch so jemand hinterlassen wollte in der Wahlurne, sprechen wir nochmal über die FPÖ-Wähler, die besonders kritisch der EU gegenüberstehen, auch manchmal von einem Exit träumen. Und da haben Sie auch Zahlen vorbereitet, die recht deutlich sind. Es ist zunächst so, dass grundsätzlich, obwohl die EU immer kritischer gesehen wird, eine negative Entwicklung der EU empfunden wird, die wenigsten einen Austritt, einen Exit wollen. Insgesamt sind das die das sehr wollen. Es gibt auch einige, die das ziemlich wollen. Nur circa 10%. Und wenn man es nach Parteien aufschlüsselt, sieht man, wie die 10% als Durchschnittswert zustande kommen, ziemlich deutlich. Gerundet natürlich, bei den Neos war es nicht kein einziger, aber nahezu 0%. Aber während eine einstellige Prozentzahl der Wählerinnen und Wähler aller Parteien wirklich einen Exit, einen Austritt aus der EU will, sind es 30% bei der FPÖ und das sind nur die, die dieser Aussage, Österreich soll austreten, sehr zustimmen. Wenn man noch dazu rechnet, die sagen ziemlich, dann wären das noch mehr bei der FPÖ, dann kommen wir in Richtung der Hälfte fast. Und das ist deshalb interessant, weil Harald Wilimski geradezu vehement dementiert hat, man hätte irgendwelche Exit-Gedanken, er würde sich das verbieten. Das ist natürlich der Standpunkt der FPÖ, aber umgekehrt, fast ein Drittel der Wähler will das sehr, das ist auch eine gewisse Erklärungsbedarf, wie man jetzt diese eigenen Wählerinnen und Wähler anspricht, weil die wollen raus aus der EU. Wir haben ja die Runde der Spitzenkandidatinnen und der Kandidaten gerade gesehen und da war ja nach dem Wahlkampf, ist schon wieder im Wahlkampf, da ist es ja schon sehr hoch hergegangen, heiß hergegangen und manche Wählerinnen und Wähler wollten vielleicht auch heute hier ein Zeichen setzen, schon mal für den September. Wir haben das Statement abgetestet, wer stimmt zu, wer stimmt nicht zu, zur Aussage, ich wollte mit meiner Stimme ein innenpolitisches Zeichen setzen, denn es ging natürlich um das Europäische Parlament, aber Motivlagen der Wähler sind frei in einer Demokratie. Man konnte auch natürlich aus innenpolitischen Gründen so oder so wählen und wenn wir uns auch dazu eine Grafik ansehen, in Summe sind es 53%, ist alle wieder zunächst gemeinsam, also etwas mehr als die Hälfte, die auch ein innenpolitisches Zeichen setzen wollten. Hier haben wir sehr und ziemlich eben zusammengefasst, aber wiederum unterschiedlich ausgeprägt. Das erklärt vielleicht die vorher angesprochenen Mobilisierungserfolge der FPÖ. 80% der FPÖ-Wählerinnen und Wähler, 4 von 5, wollten auch ein innenpolitisches Zeichen setzen. Aber auch bei der SPÖ durch die Oppositionsrolle im Bund erklärbar, wohl gegen die Regierung gemeint, fast 2/3, 63%, aber auch rund die Hälfte der Grünwähler, die sind in der Regierung. Und sogar bei den ÖVP-Wählern, auch in der Regierung, knapp die Hälfte. Da an letzter Stelle aber immer noch mit 43% sind die Neos, aber das deckt sich mit dem, dass ja die klar europäischen Wahlmotive unter Neos-Wählern am stärksten ausgeprägt sind. Da liegt dann Brüssel für viele Wählerinnen und Wähler dann doch noch ein ganzes Stück weit entfernt. Danke Peter Filzmaier fürs Erste und damit wieder zu dir, Tobias. Ja, da tut sich was auf dem Wählermarkt, da tut sich etwas politisch in diesem Land. Was sagst denn dazu? Hast du das schon gehört? Diese Wahl, die ist da jetzt natürlich auch Gesprächsthema am Küchentisch vielleicht bei Ihnen oder auf der Straße. Und genau dort haben wir erste Stimmen aufgenommen zu diesem Ergebnis. Die FPÖ auf Platz 1, ÖVP mit starken Verlusten auf Platz 2, SPÖ auf Platz 3, Grüne und Neos gleich auf. Das Ergebnis einer ersten Trendprognose sorgt auf Wiens Straßen für gemischte Reaktionen. Ja, als Demokrat würde ich schon sagen, dass es eine Katastrophe ist. Na gut, wenn die Extremisten die Oberhand gewinnen, wird das natürlich nicht für die Zukunft des Landes was Gutes tun. So wie sich das ganze Dilemma hier in Österreich, aber auch in den anderen Ländern entwickelt hat, denke ich mir schon, dass es immer mehr und mehr rechts wird. Ja, ich finde, die FPÖ hat verdient gewonnen. Ich finde, die FPÖ macht eine gute Arbeit. Wir haben grün gewählt und wir stehen auch dahinter, auch wenn viel Kritik im Vorfeld war. Ich hoffe, dass es nicht so ist, wie Sie jetzt sagen. Ich würde mir ein anderes wünschen. Befürchten Sie also einen Rechtsruck in Europa? Ja, den befürchte ich. Die ersten tatsächlichen Ergebnisse der EU-Wahlen gibt es um 23 Uhr. Zuerst einmal Reaktionen auf diese erste Trendprognose, die uns eben vorliegt. 23 Uhr ist das Stichwort, das wir gehört haben, dann wirklich für noch ganz viel Genaueres. Das wird ganz intensiv beobachtet auf der Straße, aber auch in der Spitzenpolitik. Wir haben, glaube ich, bei meinem Kollegen Max Bigler, der ja bei den Grünen positioniert ist, eine Reaktion der Klimaministerin Leonore Gewessler.
Bei mir steht jetzt die grüne Umweltministerin Leonora Gewessler. Frau Gewessler, derzeit schaut es nach 2 Mandaten aus. Beim letzten Mal waren es 3. Wirklich zufrieden kann man damit nicht sein, oder? Also das Wichtigste zuerst, ein großes Danke an alle Wählerinnen und Wähler, die heute ihre Stimme dem Klimaschutz und klarer Kante gegen rechte Hetze gegeben haben. Und ein großes Danke an die Aktivistinnen und Aktivisten, die gelaufen sind. Der Gegenwind war rau und die mit uns gelaufen sind um jede Stimme für den Klimaschutz. Und deswegen müssen wir mit Vorsicht natürlich die Zahlen noch genießen. Es sind noch Prognosen, da ist noch keine ausgezählte Stimme dabei. Aber es ist ein respektables Ergebnis in einem wirklich Wahlkampf, wie wir, glaube ich, noch nie gesehen haben in Österreich, aber jedenfalls ein Wahlkampf mit rauer See. War Lena Schilling die richtige Spitzenkandidatin? Auch Sie sind ja gehandelt worden als mögliche Spitzenkandidatin. Wäre es gescheiter gewesen, Sie hätten es gemacht? Lena Schilling ist eine großartige Spitzenkandidatin und sie ist mit viel Herzblut und mit viel Überzeugung und Kompetenz nicht nur in diesen Wahlkampf gestartet, sondern hat bewiesen, auch bei ärgsten Anfeindungen und im ärgsten Gegenwind, dass sie ihre Frau steht, gerade auch in den Debatten auf der Straße beim Wahlkampf, um jede Stimme für den Klimaschutz gerannt, um jede Stimme gegen rechte Hetze gerannt. Und ich habe wirklich größten Respekt vor ihr, wie sie das gemacht hat. Dankeschön. Und damit zurück ins Studio. Dankeschön, Max Biegler. Er war im Gespräch mit Leonore Gewessler. Und jetzt möchte ich noch einmal ins Gespräch kommen mit unserer Büroleiterin im ORF Brüssel, mit Raffaella Scheidreiter. Frau Scheidreiter, viel kommt da jetzt bei Ihnen natürlich zusammen in Brüssel. Sie stehen da im zweiten Parlament, wo das Pressezentrum eingerichtet ist, jetzt zur Erklärung. Gibt es denn eigentlich schon europaweite Hochrechnungen, Trendrechnungen? Zeichnet sich ein Ergebnis ab? Von einem Ergebnis sind wir noch weit entfernt. Wir sind hier im Plenarsaal im Brüsseler EU-Parlament, wie Sie gesagt haben. Heute sind aber nicht hier die EU-Abgeordneten, sondern Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa, um diese Wahl zu beobachten und darüber zu berichten. Es kommen nach und nach Prognosen, Trends, Wählerbefragungen hier herein. Vor wenigen Minuten haben wir etwa auch diese neuen Zahlen aus Deutschland bekommen, wo klar wird, dass die AfD, die deutsche AfD, deutlich Zugewinne macht, noch vor der deutschen SPD liegt, aber dass auch die Grünen in Deutschland doch etliches verloren haben. Auch das ist ein Trend, der EU-weit erwartet wird, sprich mehr Wählerstimmen für Rechte, auch Rechtsaußenparteien und etwas weniger für die Grünen. Und wie geht dieser Wahlabend noch weiter? Wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Stehen Entscheidungen, wichtige Punkte an? Der heutige Abend, die heutige Nacht wird für uns noch lange dauern. Wir erwarten nach und nach, etwa kurz nach 8 soll es dann schon Zahlen aus Frankreich geben. Um 23 Uhr, wenn die Wahllokale in Italien schließen, erst dann wird ein EU-weiter Trend zu sehen sein. Dann soll auch klar sein, wie sich und wer vor allem hier ins EU-Parlament einziehen wird, welche EU-Abgeordnete aus welchen Ländern, wie dann die Sitzverteilung aussehen könnte, wer auch die stärkste Kraft hier wird. Und die stärkste Kraft, das ist auch das Stichwort, es dürfte vermutlich sozusagen Vorwahlumfragen die Europäische Volkspartei bleiben mit der Spitzenkandidatin EU-weit Ursula von der Leyen, die jetzige Kommissionspräsidentin. Sie will ja eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission bleiben. Dafür muss sie aber auch gewählt werden. Dafür müssen sie nicht nur die EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs vorschlagen, sondern eine Mehrheit des EU-Parlaments muss sie dann auch wählen. Und genau das wird dann in den nächsten Wochen passieren, sprich eine Absprache, ein Verhandeln mit den EU-Abgeordneten, damit Ursula von der Leyen deren Stimme bekommt. Und in den nächsten Wochen wird es dann für uns sehr spannend auch zu sehen, mit welchem Arbeitsprogramm Ursula von der Leyen versuchen wird, diese Stimmen der EU-Abgeordneten zu bekommen. Und gewählt könnte sie schon werden Mitte Juli oder aber dann im Herbst. Dankeschön, Raffaella Scheidreiter, und alles Gute nach Brüssel. Und zu mir hier zur Abrundung ins Studio gekommen ist, jetzt verzeihen Sie mir den etwas frechen Ausdruck, die Arbeitsgruppe Peter und die Politik. Peter Unger, nämlich aus der ZIP Innenpolitik, und die Weltpolitik analysiert für uns Peter Fritz. Ein kurzes Resümee aus jetziger Sicht. Was bedeutet diese Europawahl, was wir bisher wissen? Die Tendenz weist nach rechts, aber sie weist jetzt auch in eine Richtung, die Ursula von der Leyen, der amtierenden EU-Kommissionspräsidentin, relativ recht sein kann, nämlich vor allem, weil sich in Deutschland ihre Partei, die ja einmal Angela Merkels Partei war und damals auch Ursula von der Leyens Partei war, mit ihr als Verteidigungsministerin, dass sich die
CDU mit der CSU in Bayern zusammen recht gut behauptet hat, jedenfalls nicht viel schlechter abgeschnitten hat als beim letzten Mal, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und dadurch hat sie schon einiges wieder an Rückenwind, an Rückhalt gewonnen. Und ihre Chancen auf eine zweite Amtszeit sind jetzt durchaus intakt. Dankeschön, Peter Fritz. Peter Unger, was ist für Sie das erste Resümee dieses Wahlabends? Zuerst sage ich, Vorsicht, wir sind noch bei einer Prognose. Wer wird Zweiter und Dritter, Vierter und Fünfter? Das ist sozusagen noch offen und das wird in der Deutung und in der Interpretation der Parteien doch noch eine wesentliche Rolle spielen. Das ist das eine, das heißt, es bleibt bis 23 Uhr hochspannend. Und das Zweite, es ist ein wirklich unglaublicher Denkzettel für ÖVP und SPÖ, der hier heute passiert. Die FPÖ ist erstmals auf Platz 1. Die ÖVP wird sich fragen müssen, ist dieser Kurs, wie ein Mantra hat man das gehört, Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, ist dieser Kurs der richtige? Und bei der SPÖ, die erste Wahl mit Parteichef Babler, könnten jetzt innerparteiliche Konflikte wieder sozusagen neu aufflammen. Und auch da wird man sich fragen müssen, wie kann man der FPÖ Paroli bieten? Also es ist angerichtet für die nächste Wahl im September. Dankeschön, meine Herren. Ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, muss aber trotzdem aufstehen und den Gang hinüber machen zu dir, Susanne. Denn so wie diese Wahlsendung begonnen hat, so soll sie vielleicht auch aufhören, nämlich gemeinsam mit dir. Bin schon da, soweit für den Moment, also unsere Berichterstattung zur Europawahl 2024. Aber dieser Wahlabend ist noch lange nicht zu Ende. In wenigen Augenblicken melden wir uns wieder mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, die wir derzeit haben. Danach folgt dann unser Heute. 19:30 sehen Sie wie gewohnt die ZIB 1, um 20:15 Uhr eine weitere Sondersendung und dann natürlich auch die ZIB 2. Es steht ein langer Wahltag noch vor uns, ein interessanter Fernsehabend. Danke für Ihr Interesse bisher. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.